Der große UI24TV-Jahresrückblick. Alle Highlights und Aufreger, Skandale und herausragende Momente aus Politik, Chronik, Sport und Society. Jetzt auf UI24TV. Der große UI24TV-Jahresrückblick. Hallo und herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick von Fellner Live. Es war ein spannendes Jahr, ob jetzt innen, ob außenpolitisch, ob weltpolitisch. Es war quasi jede Woche etwas los. Skandale, die das Land aufgerüttelt haben, Streitthemen und Co. Und dafür gibt es nur einen Sender, wo jeden Abend zuverlässig diese Themen besprochen werden. Ganz genau, UI24TV. Und wir lassen das Jahr 2023 noch einmal Revue passieren. Starten damit gleich rein in den April. Groß gegen Born-Mehner, die beiden Streitlustigen mit einem Thema, das ganz, ganz schwierig war. Im April sind Zahlen veröffentlicht worden. Österreich ist Spitzenreiter, leider bei einem traurigen Thema. Das Thema Frauenmorde, das Thema Femizid. Wir sehen, wer bringt die Frauen um? Es sind Österreicher, es sind Serben, es sind Bosnier, es sind Menschen zu 90%. Syrer, genau, der eine nicht. Aber ich kann, genau, der eine. Ja, sicher, da hast du vollkommen recht. Und ich schaue mal an, wer an der Grenze steht und mit einem Röntgenblick sieht, dass der eine Syrer nicht gefoltert wurde in Damaskus, sondern derjenige ist, der eine Frau jetzt umbringen wird. Das schaue ich mal an. Das ist eine Wunderkraft, die der Herr Gerald Groß offensichtlich kann. Der Herbert Kickl konnte es nicht in seiner Zeit als Innenminister. Weil so viele Leute, wie der reinlassen hat, da steht doch immer in den Geschichtsbüchern. Aber worum es mir geht, ist, genauso wie beim Diskurs in Frankreich, ich verstehe schon, die Rechtsextremen sehen jetzt gerade ihre Fälle davon schwimmen. Und jetzt instrumentalisieren sie sogar ganz tief und niederträchtig die Ermordung einer Frau für ihr politisches Kleinkind und erzählen uns, und das ist ja wirklich der Schindluder der österreichischen Bevölkerung, sie erzählen uns, wenn man alle Asylwerber nicht reinlassen würde, wenn man alle abschieben würde, dann würde das nicht passieren. Und ein Blick in die Statistik zeigt ganz genau, der Großteil der Ermordungen passiert von Menschen unseres Kulturkreises, lieber Herr Groß. Das sind zum fast überwiegenden Maße Katholiken oder Christen, also Orthodoxe. Das sind Menschen, die auf dem europäischen Kontinent geboren wurden. Und jetzt zu sagen, weil diese eine arme Frau von einem Syrer umgebracht wurde, deswegen müssen alle Syrer pauschal als Täter diffamiert werden. Kurze Frage. Eine Frage habe ich schon noch. Ja, bitte. Wie viele Frauen müssen noch sterben? Ja. Wie viele Christen werden in Frankreich geplündert? Wie viele Wiener müssen Opfer eines Terroranschlags werden? Wie viele Leonis müssen noch sterben? Wie viele Leonis müssen noch sterben? Wie viele Mias müssen noch sterben aus Kandels? Wie viele Maria Ahns in Ulm müssen noch sterben? Die Frage ist, wie viele Menschen müssen noch sterben, damit Sie erkennen, dass meine Linie und die eines Großteils der Österreicherinnen und Österreicher und der Europäer nichts mit Rassismus zu tun hat, sondern unser Rassenbegriff sich an Viktor Frankl orientiert. Es gibt nur gute und böse Menschen und die Bösen möchte ich in unserer Gesellschaft. Sie erkennen sie in Ihrem Herr Dr. Born-Mehner, im Talmud steht, wer ein Menschenleben rettet, rettet die gesamte Welt. Wenn wir den einen Täter vor einem Monat durch einen konsequenten Grenzschutz nicht ins Land gelassen hätten, würde heute noch eine dreiköpfige Mutter sich um ihre Kinder und kümmern. Sie, Herr Dr. Born-Mehner, verwenden ihre ganze Energie auf, für den Täter und für weitere Täter Verständnis aufzubringen, anstatt die potenziellen Opfer zu schützen. Ist ein ideologischer Wahnsinn. Und das war jetzt eine Hälfte. Also gar niemand es gibt keinen Grund, dass wir 5000 Kilometer von Syrien in Österreich einziehen. Also gar niemand es reinlassen. Gibt keinen Grund. Okay. Wir sind kein EU-Außenland. Wir sind weder durch Dublin I noch Dublin II verpflichtet, jemanden aufzunehmen. Sehr klares Argument. Es ist geltendes EU-Recht. Sie wollen niemanden reinlassen. Genau so ist es. So, das war Runde, Runde 2. Und es ist eine Runde, wo ich am Schluss schon bitte noch um ein bisschen Gedenken an diese Frau bitten würde. Weil bei allem verständlichen Streit zwischen euch beiden, der sicherlich so emotional auch an Stammtischen und in Familien heute ausgetragen wird, aber letztendlich geht es hier um ein sehr tragisches Todesopfer und um drei Kinder, die keine Mutter mehr haben. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen wir mit einem Gott sei Dank etwas heiteren Thema zurück, nämlich mit unserem neuen Freund von den Klimaklebern, von Tempo 100 und vom Haschisch, mit unserem geliebten Andreas Blablala. Wir sind gleich wieder da. Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Dritter Einstieg in einem heute wirklich extrem hitzigen Duell Gerald Groß gegen Sebastian Born-Mehner. Das liegt nicht nur an den Temperaturen und am Outfit der beiden,
sondern auch an den Themen und an der Tatsache, dass sie so gegensätzliche Positionen haben. Und das wird jetzt beim nächsten Thema nicht anders sein, auch wenn es jetzt nicht mehr so tragisch ist, in den ersten zwei Runden vermutlich eher heiter. Wir haben ja einen neuen, man möchte sagen Spitzenclown, in der österreichischen Innenpolitik. Andreas Babler kämpft für alle. Er kämpft für die Klimakleber, er kämpft für die langsamen Autofahrer und gegen Tempo 100. Er kämpft für die Haschischkonsumenten. Ich habe ihm einen Kommentar geschrieben, er macht es absichtlich als Strategie, damit er die Grünwähler auf seine Seite bekommt. Das hat den Gerald Groß extrem erregt und ihn bemüßigt, nach dem Mail an Emmanuel Macron auch ein Mail an den Andreas Babler zu schreiben. Was steht in dem Mail drinnen, lieber Gerald? Naja, ich weiß ja nicht, an wen ich es adressiert habe. Ich hab gedacht, wir haben mit Andreas Babler. Nein, schon. Ich habe zwar an Andreas Babler, Blabla adressiert, aber ich befürchte, dass er an einer mittelschweren Schizophrenie leidet. Also ich habe jetzt ein bisschen diese Äußerungen vom Herrn Andreas Babler, vulgo Blabla, verfolgt und fasse wie folgt zusammen. Kruzifixe gehören verbrannt, aber nur wenn man jung ist, wenn man älter ist, kann man sich an nichts mehr erinnern. Faktum. Tempo 100 gehört eingeführt, aber nur in Dreiskirchen, in allen anderen Bundesländern sagen die Genossen nein. Faktum. Die EU ist in Wahrheit ein aggressiveres Verteidigungsbündnis als die NATO. Aber die Sozialdemokratie unter Andreas Babler, der die NATO und die EU so gescholten hat, tritt nun mit ihren Stimmen dem Sky-Schild bei und macht die Räuberleiter der schwarz-grünen Regierung. Der Herr Andreas Babler hat sich für die Abschaffung des Bundesheers eingesetzt in seiner Jugend. Gänzlos muss das abgeschafft werden. Ist aber als Zeitsoldat gescheitert, hat sich dort angemeldet. Er tritt als Held der Armut auf. Und hat 4 gehört, der kassiert mit 14.000 Euro. Also daher habe ich jetzt folgendes Problem. Es handelt sich zweifelsohne um den roten Jekyll und Hyde. Ja? Tagsüber macht er ein bisschen auf Hyde, in der Nacht macht er ein bisschen auf Jekyll. Jedenfalls handelt es sich bei Andreas Babler um eine gespaltene Persönlichkeit. Das verstehe ich auch. Er ist natürlich unter Druck und es ist eine politische Strategie, da gebe ich dir recht. Das stimmt schon, dieses immer ständig neue Themen bringen, ist eine politische Strategie. Denn stell dir vor, du startest als SPÖ-Vorsitzender, nur deswegen, weil die SPÖ nicht bis 600 sein kann, dann bist du 3 Wochen SPÖ-Vorsitzender und dann kommt man drauf, dass er bei der Mitgliederbefragung abgeschlagen der Letzte war, weil man der Frau Rendi Wagner 740 Stimmen gestohlen hat. Weil die Trottel nicht einmal bei der Mitgliederbefragung auszählen haben können. Nein. Und jetzt sitzt das Schnitzelgesicht aus Dreiskirchen dort, ja, und sagt, Haschisch für alle, Tempo 100 auch für alle. Also wir dürfen uns in Zukunft einrauchen, aber schnell fahren dürfen wir nicht mehr. Aber wenn wir eingeraucht sind, dürfen wir 80 fahren. Ja, entschuldigen. Könnte es hin und wieder sein? Dürfen wir, wenn wir eingeraucht sind, ein paar Kruzifixe verbrennen. Ja. So. Könnte es nicht wir können, sein? Wenn wir eingeraucht sind, nicht mehr bis 600 sind. Könnte was es wurscht nicht ist, wenn wir jetzt 2000 Euro könnte es nicht sein? Könnte es nicht sein, dass das ein Volltrottel ist? Nein, das ist nur die Frage. Könnte es sein, hallo, dass die Sozialdemokratie den dümmsten Menschen am gesamten Globus gefunden hat und ihn auf der Schild gesetzt hat? Jetzt würde ich gerne eine Frage stellen, weil der Moderator das noch darf. Ja, ich habe auch nur eine Frage gestellt. So, sei frei. Könnte es nicht sein, dass das einer der wenigen Politiker ist, der ein strategisches Hirn hat und der sagt, ich bin bei 19% gestartet, jetzt bin ich bei 23, weil man mit meiner Liebe für die Klimakleber, mit meiner Tempo 100-Vorschlag, sogar mit meinem Haschisch-Vorschlag, die Grünen stimmen alle und die Grünen abradiere runter bis auf 6%. Von den Grünen, ja, das wäre eine Strategie, aber das Problem ist, dass du von den Grünen, den zweiten Freunden von Herrn Dr. Bornmähne, der berate offenbar beide, bei denen keine Prozente mehr bekommst, sondern beim Werner Kogler nur mehr Promille. Da kriegst du nichts mehr. Die sind auch im Gusseisernen Bestand. So, Flasche Sebastian. Leer, Herr Sebastian. Wie siehst du den Start des Andi Babler, der sich aber gut, mich wundert es bei Babler nicht, der wird ja von Herrn Mähners beraten. Strobis und Miesigs. In nur 4 Wochen. Da passiert das halt. Ja, also ich bitte um Verständnis, dass ich auf das, was er vorher, der hat ja schon wieder einen Schlaganfall gehabt, nicht mehr eingehe, weil heute, ich weiß nicht, was bei Ihnen los ist, aber Sie schreien heute nur noch, sind nur noch persönlich untergriffig. Wo? Die einen sind Alkoholiker, die anderen sind übergewichtig. Sie sprechen offenbar von sich selbst, aber ich möchte dieses Niveau ehrlich gesagt nicht weiter unterstützen. Nein, reden über Politik.
Sieg. Ja, genau. Ja. Reden wir über Andreas Babler. Also reden wir über Andreas Babler. Den er als Blabler bezeichnet. Ja, genau. Ja, weil er offenbar nicht reden kann. Also das ist mir schon bei anderen Leuten aufgefallen, dass er immer irgendwie den Namen. Ich meine, weißt du, in der Volksschule, glaube ich, macht man diese Namenswitze. Aber spätestens dann ist es nicht mehr lustig, sondern eigentlich nur noch peinlich. Aber wie auch immer. Gut, wie auch immer, jedenfalls was Andreas Babler. Was sind denn Ihre Nicknames? Andreas Babler, ich habe nie einen Namenswitz gemacht. Niemals. So. Basti? Also, Andreas Babler. Ist das ein kluger Stratege? Meint er das ehrlich mit dem, dass er jetzt komplett nach Grün blinkt? Nein, der Punkt ist, und die Grünen einsammelt? Du hast das richtige oder Wort ist gesagt. Das ein Schmäh? Oder ehrlich. Ist der wirklich dumm? Nein, der ist einfach ehrlich. Der Andi Babler ist einer. Nein, das ist einer. Ja, ist der ist ein gerader Michel. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was erfrischend anders ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass spätestens im persönlichen Duell Kickl gegen Babler die Leute sehr schnell erkennen werden. Was ist eine Marionette, ein studierter Philosoph, der sein Lebtag nur in der Partei kackelt hat, der in Wirklichkeit redet, ich weiß nicht, wo man so redet, wer, und irgendwelche komischen medizinischen Tipps von sich gibt. Und auf der anderen Seite hast du einen erfolgreichen Bürgermeister, der es geschafft hat, obwohl seine Stadt systematisch kaputt gemacht wurde von mehreren Innenministern, sie zusammenzuhalten, 70% zu bekommen, und der jetzt in Interviews zu seiner Vergangenheit steht. Der hat nicht irgendwelche dubiosen Wehrsportübungen in seiner Jugend gemacht und wird dann mit einer Jörg Heide-Medaille dafür ausgestattet, sondern er ist einer, der sagt, ja, stimmt, ich war ein Jungsozi, lass es mich ausreden. Ja, ich war ein Jungsozi, ich habe gesagt, es stört nicht, wenn Freuds verbrannt werden. Ja, ich habe schon mal einen Joint geraucht. Ja, ich kann verstehen, dass Leute Tempo 100 wollen. Das ist doch grundvernünftig, so zu antworten. Das würde ich Sebastian, doch auch machen, wenn ich du kennst ihn ja und du magst ihn. Ja, sicher. Ihn, ist der Mann ein Grüner? Nein, überhaupt nicht. Warum? Der Mann ist vor allem ein Hackler. Wenn einer sagt, er will die Umwelt, das Kleber, also die, der Mann hat verstanden, dass der Zeitgeist in die sich Partei ändert. Holen. Du kannst mit den Menschen in der Südsteiermark, im nördlichen Waldviertel und in Wien sprechen und sie werden dir alle sagen, ja, beim Klimawandel haben wir ein Problem, wir müssen was tun. Ich habe von Andi Babler noch nie gehört, dass er es gut findet, dass sich irgendwelche Leute irgendwo ankleben. Aber genauso wie jetzt ein, ich glaube, dutzende ÖVP-Bürgermeister Tempo 30 in den Städten fordern, sagt er, es ist legitim, über Tempo 100 nachzudenken. Oh mein Gott, was ist daran so schlimm? Und er ist jemand, der sagt so, ja stimmt, ich habe schon mal einen Joint geraucht, genauso wie der Marco Bogo. Also ist das so tragisch? Ich weiß ja, was die Leute in anderen Parteien alles konsumieren. Es gibt ja Mutmaßungen, was Spitzenfunktionäre anderer Parteien betrifft, dass eher was Koks unterwegs sind. Wenn dich ein Grüner fragt, weil du ja oft für viele da eine Institution bist, soll ich bei der nächsten Wahl Kogler und Gewessler, also die Grünen wählen, oder soll ich den Andi Babler wählen? Was würdest du empfehlen? Ich würde sagen, wähl entweder KPÖ, Grün oder SPÖ. Nein, nicht oder, nein, sondern was würdest du sagen, wenn er sagt, wen soll ich wählen, die Grünen oder die SPÖ? Also nach dem jetzigen Stand würde ich die Grünen unterstützen, weil ich von Andi Babler weder ein Programm vorliegen habe, das mir konkrete Fragen beantwortet, das ist einfach einiges offen, noch weiß ich, mit welchem Team er in die Wahl geht. Gut. Er als Person hat mein volles Vertrauen. Er als Person hat meine volle Unterstützung, und wenn Andi Babler ein gescheites Team aufstellt, ein gutes Programm vorlegt und so weitermacht wie bisher, dann wähle ich ihn. Sollte also eher Babler oder eher Kogler? Grundsätzlich bin ich eher ein Sozialdemokrat, weil ich ganz viele Ansichten, die manche Leute bei den Grünen vertreten, nicht unterstützen kann. Aber nach dem jetzigen Stand, wenn du mich jetzt fragst, ich kenne die Leonore Gewessler und schätze, ich kenne die Alma Sadic und schätze, ich kenne Werner Kogler und schätze, ich kenne Johannes Rauch und schätze, ich habe gesehen, was die Grünen die letzten 4 Jahre alles umgesetzt haben, und ich sehe, was die Grünen in manchen Bundesländern umsetzen, und deswegen haben sie jetzt mein volles Vertrauen. Ja. Aber wenn die KPÖ kandidieren sollte und ein interessantes Team aufstellt, dann gibt es für mich 3 Wahloptionen, KPÖ, Grün oder SPÖ, und dann wird es wirklich ein Wettbewerb der besten Ideen. Ja, ist doch wunderbar. Aber dann wird es ja wohl am Schluss darum gehen, wer verhindert Kickl. Definitiv. Und dann muss man ja vermutlich Babler wählen, so wie man früher Häupl gewählt hat gegen Strache. Das kommt darauf an, nachdem der Babler sich festgelegt hat. Und die Frage ist, ob das die restliche Partei auch übernimmt. Er hat schon festgesagt, mit der FPÖ gibt es keine Regierung. Er hat gesagt, mit der ÖVP nur eine Regierung, wenn sie Minderheitspartner sind. Ja. Wenn er bei dieser Linie bleibt und wenn die restliche SPÖ sich auf das festlegt und sie tatsächlich das machen, was er angekündigt hat, nämlich über Koalitionsabkommen abzustimmen in der Basis, dann finde ich, gehört ihm die Stimme. Definitiv. Okay. Also Herr Dr. Bornmänner, Sie sind kein überzeugter Sozialdemokrat, sondern ausgewachsener Opportunist. Denn warum? Sie erklären gerade, der Andreas Babler, Dreiskirchen, wurde von der Bundesregierung bekämpft. Natürlich. Warum? Weil sein Lager überfüllt wurde. Ach so, nein, Herr Dr. Bornmänner, vor 20 Minuten sagen Sie, das sind alles Facharbeitskräfte.
Jetzt sagen, Dreiskirchen ist im Arsch, weil dort lauter Facharbeitskräfte sind. Ich noch der Bürgermeister von Dreiskirchen verfügt über das höchste Potenzial aller Facharbeitskräfte in ganz Europa. Die nicht einmal arbeiten. Das ist ja die wirtschaftlich erfolgreichste Sie Stadt. Nicht Sie haben mir erklärt, dass das alles Bereicherung Asyl, ist. Das ist alles Bereicherung. In Frankreich ist es Bereicherung, in Wien ist es Bereicherung. Die Multikulti-Gesellschaft, die kriegen Gott sei Dank alle Kinder. Sie stützen alle unsere Gesellschaft und jetzt sagen, das ist negativ in Dreiskirchen. Nicht einmal was arbeiten. Haben Sie für Probleme? Aber Sie kriegen, wenn Sie schon Kinder, ist ja super. Dreiskirchen ist das Land des Multikulti, die Stadt. Das ist das Mikrokosmos, wo wirklich super ist. Und jetzt sagen Sie, die Bundesregierung will Dreiskirchen verhindern. So ist einmal der erste Punkt. Sie ausgewachsener Sozialdemokrat. Dann sagen Sie, der Andreas Babler war der Hacker. Auf deine Frage, was ist der Andreas Babler? In erster Linie ist er schon mal ein Hacker. Dann schau in seinen Lebenslauf rein. Der hat weder einen anständigen Beruf gelernt noch ausgeübt. Das ist ja überhaupt das Nächste. Ja, im Gegensatz zu ihm habe ich nämlich eine Lehrabschlussprüfung, Herr Dr. Bornmähner. Im Gegensatz zu ihnen arbeite ich seit 8 Jahren in meinem Lehrberuf. Im Gegensatz zu ihm zahle ich Steuern, habe Betriebe. Im Gegensatz zu ihm habe ich eine Berufsausbildung gemacht. Im Gegensatz zu ihm habe ich nicht nur mein ganzes Leben auf der Parteikasse geschnorrt und gewarnt. Der alte Berufsbettler, der Organisierte, der in der SPÖ mit dem Klingelbeutel umgeht. Geht schon was, damit der Billiard gehen kann. Und dann kommen Sie daher, der Opportunist so und sagen, ja, ja, also der Babler, den will ich schon. Wir machen weiter mit unserem großen Rückblick auf Fellner Live, auf die heißesten Diskussionen. Und eine solche gab es natürlich auch innenpolitisch. Die SPÖ geht plötzlich her und sagt, wenn die Regierung nichts gegen die Teuerung macht, dann wird die SPÖ nicht mehr mit der Regierung, sprich mit ÖVP und mit Grünen, gemeinsam Regierungsgesetze beschließen. Das hat für ordentlich Aufregung und für Diskussionsstoff gesorgt. Die SPÖ, die blockiert nämlich derzeit unter anderem Klimagesetze, aber generell Gesetze, wo es eine Verfassungsmehrheit bräuchte, mit der Begründung, solange nichts gegen die Teuerung passiert, wird man Regierungsgesetzen nicht zustimmen. Ist das ein hehres Mittel oder geht das zu weit? Darüber sprechen wir gleich und natürlich generell über das Thema Teuerung und wo die Regierung derzeit versagt. Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Gerald Groß und Sebastian Bornmähner sind zu Gast. Sprechen wir über das Thema Teuerung. Sicher das Thema, das die Menschen derzeit am meisten emotionalisiert und auch trifft. Und die SPÖ hat da jetzt ein interessantes Mittel gewählt. Sie hat gesagt, so lange, bis die Regierung nichts gegen die Teuerung tut, wird sie alle Gesetze blockieren, für die es eine Verfassungsmehrheit, also eine Mehrheit mit der SPÖ bräuchte. Davon betroffen sind unter anderem, und das werfen die Grünen wiederum der SPÖ vor, auch das neue Klimaschutzgesetz. Verstehst du den Punkt der SPÖ oder sagst du, das geht zu weit, weil da werden jetzt an sich vielleicht gute und wichtige Gesetze blockiert, die man eigentlich beschließen müsste, unabhängig davon, was gegen die Teuerung Ich verstehe die Verzweiflung der Pamela Rendi-Wagner angesichts dessen, dass sie bald die Kontrolle über diese Partei verlieren wird und damit hoffentlich endlich in der Bedeutungslosigkeit versinken wird. Das kann ich total nachvollziehen. Also ich kann verstehen, dass man in dieser Verzweiflung quasi sehend, dass das Ergebnis der Mitgliederumfrage herkommt und dann quasi das Ende endlich einläutet nach mehreren Jahren des Versagens, dass man dann beginnt irgendwie durchzudrehen, weil anders kann man das politisch gar nicht mehr bezeichnen und beginnt zu blockieren, das zu machen, wofür man bezahlt wird. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass Leute, die die Arbeit verweigern, auch wenn es Politiker sind, dass man denen die Bezüge sperren sollte. Also wenn eine Pamela Rendi-Wagner nicht mehr bereit ist, sich am Parlamentarismus zu beteiligen, dann sollte man ihr und den Leuten, die das mittragen, gefälligst auch für diese Zeit die Bezüge sperren. Das wäre mal eine angemessene Reaktion drauf. Leider haben wir nicht die Möglichkeit, Politiker für ihre Unfähigkeit, Ignoranz oder Idiotie zu bestrafen. Und deswegen müssen wir einfach akzeptieren, dass die SPÖ offensichtlich sich selber aufgegeben hat, vollends, bis hoffentlich bald Andi Babler das übernimmt und dann endlich ordentliche Politik gemacht wird. Und ich denke, von Seiten der Regierung, dann verhandelt es halt mit der FPÖ.
Also wir sind, Gott sei Dank braucht man die SPÖ ja momentan nicht. Also die SPÖ braucht sich selber nicht. Und ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher bräuchten zwar eine soziale Politik, bekommen sie von der Sozialdemokratie nicht. Die möchten nicht einmal mithelfen. Weil wenn ich die Sozialdemokratie bin, dann versuche ich doch, mich konstruktiv einzubringen und nicht in die Arbeitsverweigerung zu gehen. Weil damit ist wirklich niemandem geholfen. Und insofern habe ich null Verständnis dafür, dass man so eine Methode wählt. Gerade angesichts dessen, dass es sowohl Klimagesetze als auch viele andere Gesetze einfach braucht, wo man auf eine Zweidrittelmehrheit angewiesen ist. Aber andererseits sage ich, ÖVP und Grünen, dann macht es halt mit der FPÖ. Die FPÖ hat gesagt, zumindest, dass sie bereit ist dafür, Gesetz für Gesetz mit ihnen zu verhandeln. Und dann beschließen wir halt mit der FPÖ die ganzen Sachen. Dazu braucht die SPÖ nicht. Aber es ist natürlich ein weiterer Meilenstein des Versagens der SPÖ unter Pamela Rendi-Wagner. Was ist die Ausgangssituation in Österreich? Die Ausgangssituation ist, dass die Preise des täglichen Lebens sich verdoppelt haben. Die Ausgangssituation ist, dass durch die Regierung ihre Sanktionitis die Inflation angetrieben ist, währenddessen wir in Deutschland eine geringere Inflationsrate haben, währenddessen wir selbst in der Schweiz mit 2,3% Inflationsrate um weitaus besser unterwegs sind als in Österreich mit knapp 10%. Werden in Österreich Millionen von Menschen auch des Mittelstandes in eine neue Armut geschickt. Während wir hier diskutieren, grübeln Menschen in Österreich, ob sie ihre Kinder ernähren können. Wir haben eine Kinderarmut von mehreren hunderttausend Kindern. Warum sind die Kinder arm? Weil die Eltern schon arm sind. Wir haben eine neue Situation des sozialen Ungleichgewichts, das ein Sprengstoff auch am Ende für die Demokratie ist. Und wir haben eine Regierung, die schamlos agiert, die für irgendwelche Learjets in der Weltgeschichte herumzufliegen, ein paar hunderttausend Euro vergeudert, die für ihre Opernballbesuche 70.000 Euro für Austern, Fressen und Buffets hinlegt, aber für die Österreicherinnen und Österreicher nichts hat und am Höhepunkt der Teuerung 700 Millionen Euro, Niki, den Menschen mit einer neuen ORF-Zwangssteuer aus dem Hintern auszaubern will, obwohl die Leute sowieso nichts mehr haben. Und dass am Höhepunkt dieser Teuerung die Sozialdemokratie, Herr Dr. Bornmeiner, junktimiert, und das nennt man junktimieren, wenn du nicht die Menschen in dem Land schützt, schützen wir mit dir, Regierung, nicht das Klima. Das ist das erste Mal, dass ich die Frau Pamela Scheuer-Rendi-Wagner verstehe. Wir haben es mit einer Regierung zu tun, die junktimiert den Präsidenten des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs. Herr Dr. Bornmeiner, Ihre Grünen und Schwarzen junktimieren über die unabhängige Justiz. Da ist doch wohl das Gute. Der Herr Kurz ist nicht Kanzler, das ist ja näher. Aber sein Recht, da ist es doch das gute Recht. Da ist es doch das gute Recht. Der Sozialdemokratie im Interesse der Menschen zu junktimieren. Ja, was habe ich denn für ein Interesse, dass der Baum erhalten wird, wenn mir die Menschen vor Hunger sterben? Das ist ja etwas aus dem Gleichgewicht gerudert. Es geht mir um die soziale Absicherung der Menschen in dem Land. Da kommt einmal lang nichts und dann kümmere ich mich um den Grashalm. Das ist ja etwas komplett verschroben. Und dass die Sozialdemokratie das macht, bei einer Regierung, die nur Posten schachert, nur junktimiert und ja nichts anderes versteht. Die verstehen ja nur junktimiert. Sage ich, wunderbar. Und ich prophezeie heute, Herr Dr. Bornmeiner, die Freiheitliche Partei wird sich nicht als nützlicher Idiot für die gescheitertste, dümmste, verrückterste, wahnsinnigste, chaotische Regierung in der Geschichte der Zweiten Republik, bestehend aus ihren Schnapsdrosseln von den Grünen und den Besitzstandswahrern der ÖVP hergeben. Jetzt können Sie wieder mit mir diskutieren, nachdem also Sie Ihre Schweinsfinger ins Handy eingetippt haben. Dann glauben Sie also, dass die FPÖ gelügt hat, indem sie gelogen würde. Das einmal bedeuten Sie grammatikalisch nie gelügt, habe ich noch nie gehört, aber ist in Ordnung so. Aus Chile kann nichts, ist logisch. Deswegen sage ich ja Sprachkenntnis vor Integration. Herr Gross, wenn ich Ihnen jetzt jeden Ausdrucksfehler... Na, gelügt ist mir noch nie passiert. Okay, dass Sie jetzt jeden Ausdrucksfehler in dieser Sendung im anderen vorhalten. Ich verzeihe es Ihnen. Herr Gross, Sie haben uns gerade vorher erzählt, Sie haben mit Ihrer Ihrer Mutter im vorindustriellen Zeitalter Geburtstag gefeiert. Das ist so lange her. Außerdem war es Mutter auch, da. Sie blitzgneißen. Also, komm, du musst doch nichts ausrechnen. Und ob jetzt gelügt oder gelogen ist doch scheißegal. Wo versagt ganz ehrlich, was sind Sie als Deutschprofessor oder was? Geschlecht, die deutsche Sprache ist Sie
braucht echt keiner. Ja. Wer versagt denn die Regierung derzeit bei der Teuerung? Oder wer versagt? Ist nein, es die aber Regierung? Entschuldigung, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir müssen jetzt einmal festhalten. Gerald Groß meint das, was sich, glaube ich, die Dagmar Belakovic gesagt hat, nämlich, dass sie gerne bereit ist, jedes einzelne Gesetz zu verhandeln und dann mitzutragen, scheint offenbar gelügt bzw. gelogen gewesen zu sein. In Ordnung. Haben wir jetzt festgehalten. Dankeschön. Rhetorik kurz bei Ihnen, würde ja, Sie vor solchen wegen, Fehlern schützen? Herr Groß, also letztens haben Sie einen Blackout gehabt, also da hilft kein Kurs mehr, ja, da hilft nur Einweisung. Also, der Punkt ist, Sie haben uns gerade erklärt, die FPÖ lügt offensichtlich. Okay, muss ich zur Kenntnis nehmen. Sie haben gerade gesagt, Sie gehen davon aus, dass es nicht passieren wird. Okay, dann zweitens, Sie haben gerade gesagt, dass Sie die SPÖ verstehen in ihrer Arbeitsverweigerung. Warum für die Bürgerinnen und Bürger. Anträge ein? Nein, Sie haben gesagt, Sie sind nicht bereit, sich daran zu beteiligen, dass Gesetze beschlossen werden, wo es eine Zweidrittelmehrheit braucht. Ja, das ist für mich Arbeitsverweigerung. Ist die Pflicht der Opposition, ja? Ein Gesetz zu beschließen? Nein, es ist eine Pflicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten, nein, wenn man 9.000 Euro pro Monat bekommt. Die Opposition beschließt eben kein Gesetz. Nein, wissen Sie, wie viele Materien mitgetragen werden? Wissen Sie, wie viele Materien die Liste Pilz nicht mitgetragen hat, ja, und deswegen haben sie trotzdem für die sie gearbeitet haben. Oh, wen interessiert der Peter Pilz? Ich bin froh, wenn ich den Typen nie wieder sehe. Also kommen wir so nein, bitte nicht mit dem. Raus. Der ist endlich fünf Jahre her, bitte. Ja, Entschuldigung, interessiert mich, ja, dass du da immer noch rumkrebst. Keine Kindesweglegung, Herr Doktor. Na, Entschuldigung, jetzt kommen Sie bitte mit dem Peter Pilz. Jetzt kommen wir. Soll ich Ihnen erzählen, was ist mit dem Herbert Haupt? In der Argumentation haben Sie Ähnlichkeit. Wie heißt der? The world is too small. Ich fahre so viel, wenn es auch mal krank ist. Ein guter Bursch, gell? Zurückkommen zum Thema Teuerung. Der Gorbach ist ein guter Freund. Was läuft schief bei der Teuerung? Jetzt verstehe ich alles. Entschuldige. Was läuft schief bei der Teuerung? Wer ist schuld daran, dass wir so eine Teuerung haben momentan? Ist es die Politik, die nichts tut? Ist es die Wirtschaft? Sind es die Konzerne? Also, die Inflation? Es gibt globale Dynamiken wie die Inflation. Die ist unabhängig von einem Sanktionsregime, unabhängig von den Maßnahmen, die der Nationalstaat betrifft, da. Wir erleben sogar, dass die Länder, die mit dem Putin, also dem Diktator, backeln, 25% Inflation haben, nämlich der Viktor Orban in Ungarn, wo der angeblich sich trotzdem das billige Öl liefern lässt und trotzdem eine galoppierende Inflation hat. Also es ist vollkommen wurscht. Es gibt Dynamiken, die global sind, die europäisch sind, die kannst du auf nationalstaatlicher Ebene nicht abfedern. Das ist der eine Punkt. Es gibt andere Bereiche, da könntest du sehr wohl eingreifen, zum Beispiel die Mieten oder auch die Lebensmittelpreise. Aus meiner Sicht ist da ein Versagen der Regierung da, weil ich hätte schon lange in den Markt eingegriffen. Aber ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass der österreichische Staat viel mehr in den Markt eingreifen sollte, wenn der Markt sich gegen die Menschen richtet. Und das tut er gerade ganz massiv. Und daher kann man der österreichischen Regierung globale Dynamiken nicht vorwerfen. Wir können ja auch den Klimawandel nicht anlasten. Wir können ja auch die Inflation nicht anlasten. Und wir können ja auch nicht das allgemeine Gefälle anlasten. Aber wir können ihr schon anlasten, dass sie aus meiner Sicht viel zu wenig macht, um diese Folgen für die abzufedern, die am meisten darunter leiden. Und das sind die, die am wenigsten Geld haben. Was muss passieren? Na, zum Beispiel, wie gesagt, einen Mietendeckel einzuziehen. Das hat die Frau Sadisch nicht gemacht. Genau, und deswegen kritisiere ich Sie auch. Sie hat zwei Verordnungen. Herr Koss, ich bin ja gerade dabei, das zu kritisieren. Ja. Okay? Also, ich bin der Meinung, dass die Regierung das macht. Im Gegensatz zu Beate Hartinger-Klein und einem damaligen Gerald Groß, der in einer OTS noch gemeint hat, 150 Euro sind fürs Leben genug, bin ich nicht der Meinung, dass es bei der Sozialhilfe und bei der Mindestsicherung Oberdeckel braucht. Weil ich finde, 1500 netto sind nicht genug für einen Haushalt, um damit durchzukommen. Das waren Ihre schwarz-blauen Freunde, die das eingezogen haben. Und Sie haben sich damals nicht erblödet, in Presseaussendungen darüber zu reden, dass 150 Euro eh genug sind. Ich bin der Meinung... Ja, für Asylwerber. Ich bin... Herr Groß, die Sozialhilfe und die Mindestsicherung beziehen sich nicht nur auf Asylwerber. Es gibt in Österreich 1,6 Millionen Menschen unter und am Rande der Armutsgrenze. Ja. Und die sind massiv von den Verschlechterungen betroffen, die Schwarz-Blau eingeführt haben. Ich bin noch nicht fertig. Ja, ich bin der Meinung, es gibt ganz konkrete Maßnahmen, die kosten viel Geld, aber die sind mir um einiges wichtiger als das Leid, das jetzt gerade produziert wird, wie man abfedern kann. Einen Deckel bei den Mieten, einen Deckel bei den Lebensmitteln und eine massive Abschöpfung der Übergewinne und natürlich auch eine Vermögensteuer, damit die, die eh schon zu viel haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen, sich gefälligst daran beteiligen, dass der soziale Frieden in unserem Land erhalten wird. Herr Dr. Bornmeiner, wissen Sie, in was für einem Zeitalter wir leben? Wir leben in einem Zeitalter, wo Ihr Freund, hören Sie mir zu, Wladimir Selenskyj, seit 48 Stunden mit dem Einkaufswagen durch Europa fährt, von einer Bundeshauptstadt zur nächsten und in seinem Einkaufswagen Waffen um zig Milliarden Euro aus jedem Land abschöpft für einen sinnlosen Krieg, währenddessen die Bürgerinnen und Bürger Österreichs nicht mehr mit dem Einkaufswagen in den Supermarkt fahren können.
Also das Herrn Zelenskys Einkaufswagen ist groß. Der Einkaufswagen der Österreicher ist aus Solidarität mit einem Krieg, der nicht gewinnbar ist, klein. Und das ist der Fluch der bösen Tat jener Menschen, die vor 14 Monaten hier gesessen sind und gesagt haben, wir müssen aus Solidarität die europäischen Werte wie Korruption, Einschränkung der Meinungsfreiheit, Ausschaltung der Opposition, Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte in der Ukraine mitverteidigen. Wir müssen mitfrieren, hat es geheißen. Wir müssen mithungern, hat es geheißen. Jetzt sind wir genau dort, was jeder prophezeit hat. Wir hungern mit, wir frieren sogar im Mai noch mit, weil es den Klimawandel offenbar nicht gibt oder weil es Eiszeit gibt. Jetzt frieren wir mit, aus Solidarität. Und jetzt können Sie nicht hergehen und sagen, und ich bin der Erste, der mitheult, wenn es um die sogenannten Konzerne geht. Aber jetzt können Sie nicht hergehen und sagen, na, nur die Konzerne in Österreich sind schuld. Die gleichen Konzerne, die in Österreich ansässig sind, sind auch in der Schweiz ansässig. In der Schweiz hast du ein Plus des Wirtschaftswachstums im nächsten Jahr von 1,8% und eine Inflation in diesem Jahr von 2,4% bei den gleichen Konzernen, und die Schweizer werden nicht in dem Ausmaß ausgesackelt wie gerade die Österreicherinnen und Österreicher. Wissen Sie, was der Hauptschaden ist? Wir haben eine österreichische Bundesregierung, die vor 14 Monaten nicht in der Lage war, amtliche Preisdeckeln zu verfügen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir haben eine österreichische Bundesregierung, die Neutralität gebrochen hat, bei der Sanktionitis mitgeheult hat, Waffen quer durch Österreich jeden Abend liefern lässt, obwohl wir Neutralitätsverbot für solche schweren Kriegswaffen direkt in ein Kriegsgebiet hätten, und sich einfach international ablichten hat lassen als die Handlanger des Herrn Joe Biden und sagen, wir sind alles so gut, wir sind so super, der Putin ist pfui. Und für diese paar PR-Blasen der grünen Kriegstreiber und Edelpazifisten müssen halt nun die Österreicherinnen und Österreicher 100% mehr zahlen. Für den Strom, für die Lebensmittel. Und die Konzerne verdienen dadurch genau um 100% mehr. Das ist das Wesen von Inflation, weil die Preise steigen. Natürlich verdienen sie mehr in Relation. Aber es ist nicht die Schuld der Konzerne. Es ist die Schuld einer Regierung, die nicht in der Lage war, amtliche Preisregulierung zu tun. Und da hätten wir uns ja getroffen. Ich bin ja der Meinung, in einer sozialen Marktwirtschaft muss es erlaubt sein, in die Marktwirtschaft einzugreifen, temporär, wenn sich die Marktwirtschaft gegen den einzelnen Bürger richtet. Ich war der Erste, der gesagt hat, hier erinnern, im März 2022, wenn wir diese Sanktionen verordnen, dann braucht es amtliche Treibstoffdeckel. Haben sie gesagt, warum? Da kann ja der Mateschitz auch billiger tanken wie alle anderen. Das dient ja wieder nur den Reichen, weil die Reichen haben ja auch ein Auto. Jetzt beißt sich der Hund in den eigenen Schwanz hinein. Natürlich haben sie es gesagt. Nee. So, wir brauchen Preisstoppdeckel, wir brauchen Lebensmittelpreisdeckel, wir müssen eingreifen. Und was macht die Regierung? Sie macht das Screening. Sie schaut, wie sich die Preise entwickeln. Jetzt schauen wir das 15. Monat, wie sich die Preise entwickeln und die Leute nichts mehr zum Fressen haben in dem Land, wie sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können. Ja, für Schauen brauche ich aber keine Regierung mit 20.000 Euro netto, brutto im Monat, 14 Mal im Jahr. Die verdienen den nassen Fetzen, aber doch kein Gehalt mehr. Aber Fellner Live und die hitzigen Diskussionen, die haben nicht nur hier bei uns in den Studios stattgefunden. Nein, zum ersten Mal gab es im Mai dann auch eine große Premiere, und zwar in der Wiener Stadthalle. Unsere Kollegin Sabrina Fröhlich hat die beiden Streithähne, nämlich Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross, auf die Bühne gebeten. Ein hitziges Thema, die Unterstützung der Ukraine. Es hat sich also an dem Status von vor 15 Monaten nichts geändert, und Gott sei Dank findet jetzt die Show statt und sie haben ein bisschen einen Mut gefasst, dass wir uns auf die Bühne bewegen. Ist in Ordnung so, ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es sterben weltweit jeden Tag an irgendwelchen Kriegen, die angezettelt werden, Menschen. Es sterben im Jemen Menschen. Es werden Christen verfolgt am afrikanischen Kontinent. Wir haben im Nahen Osten ein Problem. Es starben in Libyen Menschen. Es sterben in Syrien Menschen, weil die USA sich dazu entschlossen haben, F-16-Bomber ohne UN-Mandat über Syrien, über den Irak, über Libyen, über Ägypten zu schicken. Es sterben jeden Tag Menschen, und nun haben wir aber jene Situation seit 15 Monaten, dass uns, dem europäischen Volk, den Österreichern, den Deutschen, den Italienern, den Kroaten, den Ungarn, aufgezwungen worden ist, ihr müsst jetzt solidarisch sein. Und eure Solidarität mit der Ukraine bedeutet am Ende euer wirtschaftlicher und sozialer Selbstmord. Völliger Unsinn. Und wenn man diesen generalkollektiven Suizid, wirtschaftlichen und sozialen Suizid, den Menschen vor 15 Monaten im Slava-Ukraini-Heulsusenwahn erklärt hätte, dann hätte jeder seine Unterhose gehisst, aber nicht die ukrainische Flagge. Nein. Bei der Gelegenheit. Da haben Sie so. Ganz sicher und nicht. Jetzt bin ich hier am Wort. Und Sie sind schon die ganze Zeit am Wort. Jetzt sage ich Ihnen eines.
sage Ihnen eines, was derzeit sich gerade abspielt. Wir haben in der Schweiz eine Inflationsrate von 2,4%. Warum? Weil die Schweiz die letzten 50 Jahre ihren Wohlstand nicht mit billigen ukrainischen Energiemitteln aufgebaut haben. Wir haben hingegen in Ungarn eine hohe Inflation, mit russischen Verzögerungen. Achso, Entschuldigung. Ukraine, Russland, das fasst das zu oder? Aber ich meine, hört er zu. Das ist okay. Das ist gut. Sie können, wenn Sie zuhören, können nur Sie damit Sie wissen, wem Sie da applaudieren. Gell? Also, Sie sollten es aber nicht nur hören, Sie sollten es auch verstehen, mein lieber Kutterner. Das sind gerade Sie, Entschuldige. Und jetzt haben wir jene Situation, dass gerade die energieabhängigen Länder durch jene Sanktionspolitik 10 Sanktionspakete an der Zahl am Ende bedeutet haben, dass unsere Energiemärkte alle verrückt gespielt haben, dass in Wahrheit alle Energiekonzerne Margen gemacht haben auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger, dass der größte Energiekonzern in unserem Land, die OMV, im Besitz der Republik Österreich, vertreten durch ihre schwarz-grüne Regierung, die, die Sie gewählt sitzt, haben, die im Gegensatz zu mir. 2017, ja, naja, 2017 habe ich den Herrn Kurz gewählt, 2019 den Herrn Kickl, und ich habe mit meiner Entscheidung recht behalten. So. Und was passiert? Die Energiemärkte spielen verrückt. Und jetzt löffeln wir die Suppe aus. Und die Schweizer löffeln die Suppe nicht aus, weil sie nicht in dem Ausmaß abhängig waren. Sie haben nur 2,4%. Wenn du heute nach Kroatien, nach Slowenien etc. fährst, kaufst du günstigere Lebensmittel ein um ein Drittel bis zur Hälfte. Warum? Weil es dort einen Preisdeckel gibt. Und Ihre Antwort ist Erbschaftssteuern. Alter. Ja, muss ich zuerst warten, dass 9 Millionen Menschen in dem Land sterben, dass aus dem 9 Millionen Ersten, von dem ich nicht die Erbschaftssteuer abgeknöpft habe, dass der sie wieder Essen leisten sie kann? Leider nicht was verstanden. Ist das für eine Idiotie, mit einer Erbschaftssteuer jetzt herzugehen und zu sagen, ja, wenn ich Erbschaftssteuer. Es geht nicht um Erbschaftssteuer, es geht um Vermögensteuer. Die Konzerne mit die Lebens- es geht um Vermögensteuer, Herr Kraus. Die werden. Die ich erkläre es Ihnen. Ja, erklären. Ich erkläre es Ihnen. Das bedeutet, dass Menschen, die mehr als 100 Millionen Euro haben, davon gibt es ein paar. Ich glaube, Sie kennen sogar ein paar persönlich. Ganz gut. Ja? Also Menschen, die über 100 Millionen Euro besitzen, die also eh zu viel haben, die nicht mal wissen, wo ihr Geld ist, weil es meistens Liechtenstein und so weiter geparkt ist, aber einiges auch in österreichischen Stiftungen. Diese Leute möchte ich zur Kasse bitten. Ich möchte, dass diese Leute nicht erst, wenn sie sterben und die Erben dann quasi ein leistungsfreies Einkommen haben, sondern ich möchte, dass sie zu Lebzeiten. Ich finde es wirklich seltsam, dass wir eine Heidi Horten und dass wir andere Menschen in diesem Land, die nachweislich ihr Vermögen aus nicht sauberen Quellen bekommen haben, das muss man auch einmal sagen, ja, bei der Gelegenheit, dass wir denen zugeschaut haben, wie manche im Land, und das haben wir in den letzten Jahren beobachten können, manche immer reicher werden, obszön reich werden, die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen mit dem ganzen Reichtum, machen nur Blödsinn, Spekulation und so weiter. Und die wollen sie nicht zur Kasse bitten. Warum eigentlich nicht? Was ist das persönliche Interesse, nicht von Ihnen, sondern von Ihren politischen Vertretern? Dass Sie kein Interesse haben, ist mir vollkommen klar. Aber dass die FPÖ oder wer auch immer hinter Ihnen steht gerade, ein politisches Interesse darin vertritt, dass er die Superreichen nicht schröpfen möchte in einer Zeit, wo wir Kinder haben, die nicht wissen, wie sie ihr Essen bekommen, das finde ich obszön, Herr Kraus. Tut mir leid. Also der erste Punkt. Es hält sich derzeit die Waage. Ja. Herr Kraus. Wenn die Batterie ausgeht. Also, okay. Wenn die Batterie ausgeht, Duracell hält länger. Ja, ja. Herr Groß, ich weiß nicht, wie viele Leute Sie bezahlt haben, damit die heute hierher kommen. Keine Publikumsbeschäftigung. Ja, 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 keine Publikumsbeschäftigung. Ja, ja. So, die Geldkuverts finden Sie unter Ihren Sitzen. Genau. Der erste Punkt. Im Übrigen, ich begrüße auch herzlich die Sachsen in unserem Raum. Das möchte ich auch. Sie brauchen sich nicht. Bitte nachher melden. Es ist aber sicherlich eine große Delegation aus Sachsen hier. Aber Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, es ist eine relativ einfache Geschichte. Ich orientiere mich in der Politik immer nach dem Verursacherprinzip. Das heißt, der Verursacher des Chaoses hat für mich zu zahlen. Der Verursacher des Wahnsinns also ist Putin. Zur Kasse zu bitten. Folgendes, wir haben bei Corona eine ähnliche Situation gehabt, na, dass wir 100 Milliarden Euro Schaden in dieser Republik haben, 100 Milliarden Euro Schaden in dieser Republik haben, die Maskenproduzenten ihr Geld verdient haben, die Impfpflichtlobby ihr Geld verdient hat und am Ende mussten wir, Sie, ich, Sie zahlen wahrscheinlich eine Steuer, Sie haben eine Stiftung, wir alle, naja, muss man auch dazu sagen, wir alle, ausgenommen dem Herrn Dr. Bornmänner, ja, wir alle mussten sogenannte Steuern dafür zahlen. Den Schaden einer politischen Fehlentscheidung ausgleichen. Und jetzt haben wir folgende Debatte beim Ukraine-Krieg.
Mir wäre nicht bekannt gewesen, dass die Heidi Horten, Gott hab sie selig, und ich war nie ihr Freund, die Heidi Horten gegen die Ukraine Krieg geführt hätte, Russland den Einmarsch befohlen hätte. Und mir wäre nicht bekannt gewesen, dass Heidi Horten in Österreich und in Europa die Energiemärkte verrückt spielen hat lassen. Wissen Sie, wo er ihr Geld hatte? Erste Punkt, hören Sie mir zu, Sie lernen. Wissen Sie, wo er ihr Geld hatte? Lernen Sie, hören Sie mir zu. Weißt du, wo er ihr Geld hatte? Ich weiß es. Also, der zweite Punkt ist es, der zweite Punkt ist es, der zweite Punkt ist es. Wollen Sie nochmal sagen? Herr Doktor, bitte. Was ist jetzt der zweite Punkt? Ruhig. Ruhig, Brauner. Nein, nein, gut. Der zweite Punkt ist. Also jetzt, schau, warte mal. Wenn wir jetzt das Licht einschalten würden, würde ich mir gerne anschauen, wer bei so einem rassistischen Witz lacht. Der zweite da lacht dann keiner mehr. Der zweite da lacht dann keiner mehr. Der zweite Punkt ist. Sollen wir das Hallenlicht einschalten? Der zweite Punkt ist. Sollen wir es rauslocken? Der zweite an, die Leute, Punkt ist. Der zweite Punkt ist. Der zweite Punkt ist. Ist das Geld nicht haltbar, ist Herr Dr. Bornheimer. Ach so. Auch Vermögen ist nicht haltbar. Mhm. Das heißt, wenn du in Österreich weiterhin in einem Land mit einer Höchststeuerbelastung von 50% Steuer- und Abgabenquote, einem der höchsten Belastungen in der gesamten Europäischen Union, weiter an dieser Steuer- und Abgabenquote schraubst, wie es die Sozialisten, die Grünen, ihre ganzen Gesinnungsfreunde die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, dann werden all jene noch verbliebenen Betriebe, all jene noch verbliebenen Millionäre abwandern. Der einfachste Weg ist, alle unsere Sportler sind bereits in Monaco, weil sie mit ihnen nicht dieselbe Luft im Waldviertel einwohnen. Das ist ja relativ einfach. Hey. So, das verstehe ich. Warte mal. Hier sind sicher mehr Waldviertel heute als Sachsen. Ja, das Waldviertel ist jetzt aber ein nettes Thema. Sondern ihre Freund aus dem Waldviertel. Wir sind nicht viele. Aber es sind gute Leute. Ja? Ja, ja. Gute Leute sind also, ich kenne jetzt einen, der hier Einreiseverbot im Waldviertel hat. Auch im Regen mit Deutschland, das ist kein Problem. Nein, sind wir keiner. Aber Gerald Groß, Herr Groß, die lachen über Sie, nicht mit Ihnen. Ja, das kennen Sie. Das kennen Sie schon aus der Schule. Ein bisschen müssen wir jetzt aber schon den Ansatz von Bormina aufgreifen. In einer Sache hat er nämlich nicht Unrecht und ich glaube, wenn ich Ihnen das sagen darf, Sie übersehen da etwas, nämlich die Trendumkehr, die derzeitig sogar bei den Jungen stattfindet. Immer mehr Menschen wenden sich der KPÖ plus sie, die gar nicht so unähnliche Ansichten hat wie der Sebastian Bormina. 0,1%. Wenn wir uns die Steiermark, großartig, ihr Heimatgebiet mit Graz anschauen, wo haben Sie in der Steiermark ihr Kreuzel gemacht bei der Schicht jetzt? K? Nein? Ja? Vielleicht? Dann muss man schon sagen, oder auch in Salzburg, ich über dachte, 20%. Dass, ich dachte, muss dass ich Sie Sabrina jetzt Fröhlich moderiert und nicht Isabel Daniel. Aber Herr wenn Groß, Sie auf den Spuren von der Isabel Daniel ist in Ordnung. Herr Groß, ist in Ordnung. Sie jeder haben ja, will. Aber nur Sie kurz haben noch auf das zurückzukommen. Wir haben eine braucht er wieder ein bisschen Hilfe? Glauben Sie nicht, das ist so eine große Herausforderung. Jemand, der nicht Ukraine und Russland unterscheiden kann, ist für mich wirklich eine Riesenherausforderung. Also entschuldige. Wie viel haben Sie den Leuten zahlt? Sagen Sie es. Können Sie da nicht ein bisschen was abgewinnen von der These, die er hier aufstellt, von den Ansätzen, die er aufhört, weil viele von den Bürgern tun das bereits. Ich sage nur 20% Salzburg-Stadt und wer Salzburg kennt, weiß, da wohnen jetzt nicht per se die Menschen, die sparen müssen. Ja, schön, aber Schwalbe macht noch keinen roten Sommer. Also einmal, das ist einmal das Erste. Nur weil 80% in Salzburg nicht die KPÖ wählen. Ja, dass wir es nur ein bisschen in der Relation haben. Das ist immer der Vergleich von Bornmänner. Wenn ich sage, die Freiheitlichen haben 30%, sagt immer 70% sind dagegen. Das ist einfache Mathematik, gegen seine Kommunisten sind in Salzburg 94% gewesen, weil mehr als 6% hat das versprengte Grüppchen von Stalinisten ohne dies nicht bekommen. Aber jetzt zum Inhalt. Haben Sie die Nachrichten nicht geschaut? Aber jetzt zum Inhalt und zum Inhalt dieser Frage. Natürlich habe ich vollstes Verständnis dafür, dass ein Staat alles daran setzt, eine Politik und eine Regierung alles daran setzt, dass es eine Gerechtigkeit im Land gibt. Und ich habe vollstes Verständnis dafür und fühle mich auch selbst davon getragen, dass es eine Politik geben muss, die es jedem ermöglicht, der leistet, auch ein ökonomisch freies, sozial sicheres Leben zu führen. Und ich bin auch der Meinung, dass der Staat für diesen Ausgleich zu sorgen hat, die Steuern einnehmen muss, dass er die Infrastruktur garantiert, dass er die Spitäler garantiert, dass er die Pensionen garantiert, dass er das Gesundheitssystem garantiert, dass er das alles garantiert, was wir in unserem Alltag brauchen. Aber jetzt komme ich zurück zu einem dieser Millionäre, die in Österreich einmal gesprochen haben über das, Gott hab ihn auch selig, der gesagt hat, er würde gerne auf die Hälfte
seines Vermögens verzichten und das dem Steuerzahler geben. Aber nicht unter dieser Regierung, die das Geld verschleudert, verschwendet und in Wahrheit in einen Schuldenturm hineinwirft, wo es dem einzelnen Bürger am Ende nicht zur Verfügung steht. Genau, Herr Groß. Wenn ich sehe, dass die größten Gewinner, die größten wirtschaftlichen Gewinner, Herr Dr. Bornmähner, jene Betriebe sind, die in Wahrheit mit Milliarden Euro, mit Teststraßen, mit Masken ihr Geschäft gemacht haben, die größten Gewinne Lebensmittelhandel gemacht haben, weil solche Faktoren, wie Sie ständig gesagt haben, Lockdown, 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 wir müssen alle Betriebe zusperren, alle Betriebe, der Virus wird uns dahinraffen, wir werden alle sterben, haben Sie 3 Jahre lang im Studio ständig propagiert, weil Sie ja so expertenhörig waren. Die Experten, der Herr Mückstein, der Herr Anschober, Ihre Experten, mit ich denen glaub, ich gesprochen Sie waren der Erste, der geimpft war von uns Wahrheit, dann waren Sie in Wahrheit, was Corona betrifft, der Superlobbyist der Superreichen in unserem Land. Alle Kriegsgewinnler, die Geld gemacht haben, haben Geld gemacht, weil sie eine Politik unterstützt haben, dass die überhaupt das Geld machen. Die Pharmakonzerne sitzen alle in Österreich, die sitzen in der Schweiz, die sitzen im Ausland. Sitzen genug Pharmakonzerne in Österreich. Aber entschuldigen, informieren Sie sich doch bitte, Moderna, wo sitzen die? Im Bezirk der Schlanzberg gibt es die Lannacher zum Beispiel. Also es gibt genug große Pharmakonzerne auch in unserem Land. Es gibt genug Maskenproduzenten, es hat genug Testproduzenten in unserem Land gegeben. Aber wie fühlt man sich eigentlich so, wenn man als Edelsozialist im feinen Hugo Boss-Anzug heute hier steht und die Armut predigt? Oder ist das Job? Na, irgendwas, was irgendwelche kleinen Kinder in Bangladesch halt zusammen geht. Im Gegensatz zu Ihnen, ist eine entschuldige. Herr Groß. Herr Dr. Bornmähner. Wie fühlt man sich denn so? Wie fühlt man sich denn so, wenn man heute hier dasteht und die Armut predigt und in Wahrheit der nützliche Idiot einer Regierung war, die den Großen die letzten 3 Jahre unter Corona das Geld zugeschanzt hat und jetzt mit der Sanktionspolitik ausgerechnet die OMV noch reicher macht, als sie jemals schon war? Wie fühlt man sich so, wenn man der Steigbügel heute der Frau Gewessler ist und der Frau Savic? Wollen Sie eine Antwort oder wollen Sie einfach nur selber reden hören? Weil es ist ein Monolog inzwischen. Das ist ja kein Problem. Aber Herr Groß, das Problem ist, Sie haben es in der Einleitung gehört. Das Problem ist, Sie alleine dürfen nicht auf Sendung gehen. Sie alleine, das schaltet ja keiner ein. Jetzt darf er nicht einmal auf Sendung gehen. Mein Vorschlag war interessiert, sorry. Seien Sie nicht böse. Seien Sie nicht böse. Herr Groß, seien Sie nicht böse. Aber wir tun was für den Tierschutz. Nicht einmal auf Sendung gehen alleine. Also ich bin quasi der Grund, warum wir heute hier stehen dürfen, weil kein Konzertveranstalter der Welt Sie auf der Bühne allein stellen wird. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil das Publikum sofort inhaftiert werden wird. Ah. Wer sich an Rechtsextremen so rein sie dann auch applaudiert. Das Moment. Nicht böse. Ja, kein Problem. Ich habe kein Problem damit. Wenn jemand hier steht und seinen Diskussionspartner Brauner nennt und da drinnen sitzen 3 Volltrotteln, die lachen, mir ist das wurscht. Ihr haltet das aus. Wir können uns Moment. Problem. Ich weiß, in der Dunkelheit ist man immer stark. Ihr seid wahrscheinlich diejenigen, die mir dann die Hassmails zuschreiben. Passt schon. Wir haben eingangs der Sendung darum gebeten, dass es keine Interaktion zwischen Publikum und Bühne gibt. Ich halte das bitte auch bei den Diskutanten hier. Nein. Sie halten jetzt einmal den Mund. Ich halte das schon aus. Die längste Zeit. Nicht böse. Schau, was ist Mut? Mut heißt, zu wissen, dass man im Recht ist. Zu wissen, dass der Rechtsextreme, der einem seit Jahren gegenüber sitzt im Studio, seine Truppe mobilisieren wird, indem er Karten verschenkt, dass die Wahnsinnigen daherkommen werden und jubeln werden in der Dunkelheit und sich trotzdem herzustellen, lieber Herr Groß. Mut. Und jetzt gehe ich mal inhaltlich auf die Sache ein, die er gesagt hat, weil es ist ein Unsinn vom Feinsten. Also, erstens mal diese Täter-Opfer-Umkehr von der Ukraine. Zu sagen, dass der Volodymyr Zelensky, dass die Ukraine verantwortlich wäre für diese Inflation, weil der Putin Kinder und Frauen dort abschlachtet, das lasse ich ja nicht durchgehen, lieber Herr Groß. Da muss ich mal widersprechen. Punkt 1. Punkt 2. Jemand, der selber gesagt hat, ganz ehrlich, ich brauche den Applaus nicht. Ich bin mir meiner Meinung sicher. Ja? Also wenn ich so wäre wie er, dass ich die ganze Zeit einen Applaus brauche, nicht böse sein. Also erstens, Punkt 2, Herr Groß, zur Vermögensbesteuerung. Ja? Es gibt kein einziges Land auf der Welt, das keine Form von Vermögensteuern hat. Nur Österreich. Es gibt kein einziges Land. Sogar die Schweizer haben eine Erbschaftssteuer und eine Vermögensteuer. Also es kann doch nicht sein, dass wir das einzige Land weltweit sind, das es nicht schafft, diesen
diesen obszönen Reichtum, den es inzwischen gibt und der maßgeblich mitverantwortlich wurde von Leuten wie Ihnen und Ihren Freund in der FPÖ, meiner Meinung nach, dass wir es nicht schaffen, die zumindest jetzt, wo es so viele Menschen gibt, die arm sind, wo es so viele Menschen gibt, die verzweifelt sind, und Sie haben vorher meine Stiftung angesprochen, ja, Sie haben vollkommen recht, Herr Groß, 75.000 Euro haben wir inzwischen umverteilt. 75.000 Euro haben wir an arme Menschen in diesem Land ausgeschüttet. Wie viel haben Sie ausgeschüttet, Herr Groß? Wie viel haben Sie mit Ihren Coaching-Seminaren eingenommen und haben irgendwelche Leute betrogen, die da auch im Publikum sitzen und Ihnen noch applaudieren die ganze Zeit? Ich weiß nicht, aber ich helfe den Leuten. So. Aber es ist okay, für billige Lache, jetzt gehen wir mal eine für billige Sekunde Lache dazwischen. Kann man alles machen. Also kein einen Problem. Punkt wollen wir feststellen. Es gibt aber auch der Humor durfte in diesem Jahre nicht zu kurz kommen. Vorweg hatte die Tagespresse für Aufregung gesorgt. Mit einem eigenen Posting zu Wolfgang Fellner, der womöglich Prigozhin und Putin zu Gast haben könnte in Fellner Live. Dass dieses Thema Prigozhin gegen Putin noch an Dramatik zunehmen würde in diesem Jahr, wusste damals noch keiner. Dementsprechend humorig war auch die Reaktion von Wolfgang Fellner. Keine Angst, also die beiden sind wieder da. Ich freue mich, dass hier wieder live as live gecatcht wird, sondern auch, weil heute eigentlich für den Anfang dieser Sendung zwei ganz andere Studiogäste vorgesehen waren. Schauen Sie sich das bitte an. Ja, und da sehen Sie die Tagespresse, ein besonderes Exklusivorgan des österreichischen Journalismus, immer für jeden Scherz zu haben, hat für heute Abend angekündigt, um Gräben zuzuschütten, Prigozhin und Putin heute live bei Fellner. Na? Sie trauen dir das zumindest zu. Ja, da gut. Und vor allem, ihr zwei seid eigentlich hier heute gar nicht erwünscht, weil jetzt gleich diese zwei Herren kommen. Und da steht dabei, Prigozhin ist vor dem Interview mit dem Medienmogul Fellner sichtlich nervös. Bliat, was immer das heißt, du bist unser Russlandkenner. Ein falsches Wort und dieser Psycho schlägt mir mit dem verbalen Vorschlaghammer den Schädel ein. Ich wünschte, ich wäre jetzt an einem friedlicheren Ort als in diesem Studio, zum Beispiel in Bakhmut. Er lugt durch den Vorhang ins Studio hinein, wo Mitarbeiter gerade das Blut vom gestrigen Duell Stefan Petzner gegen Stefan Petzners zweites Ich wegwischen. Und dann geht's weiter. Auch eine Person, die so aussieht wie Wladimir Putin, ist bereits eingetroffen. Kreml-Insidern zufolge ist ein Auftritt im Fellner-Studio für den echten Putin viel zu gefährlich. Sogar für Putins Doppelgänger, weshalb der Doppelgänger einen Doppelgänger geschickt hat. Das dürfte der Gerald Gross sein. Ja. Sollten der Putin-Doppelgänger und Prigozhin die Diskussion mit Fellner überleben, planen sie weitere Medienauftritte in Österreich? Ich besuche einen anderen Putin-Doppelgänger, erklärt der Darsteller des russischen Präsidenten. Der arbeitet in Fuschl am See als Fernsehmoderator für eine Zuckerkracherl-Firma. Wer da wohl gemeint ist. Wer könnte das sein? Genau. Und Prigozhin plant ebenfalls eine Visite bei seinem eigenen Doppelgänger. Ich fahre noch kurz in die Expressredaktion zu Richard Schmidt. Leider ist er ein sehr unglaubwürdiger Doppelgänger, also äußerlich passt es perfekt, aber von der Art her ist er irgendwie zu fanatisch. So, also wie gesagt, Putin gegen Prigozhin, das war heute vorgesehen, es kann allerdings nicht stattfinden, musste kurzfristig abgesagt werden, weil nämlich unser Bundeskanzler Karl Schmehammer nach seinem Krisengipfel festgestellt hat, wir lassen nicht zu, dass eine innerrussische Angelegenheit auf österreichischem Boden ausgetragen wird. Also gut, damit ist es klar. Wir müssen also zum österreichischen Doppelgänger-Duell greifen. Ich würde sagen, Sebastian Born-Mehner ist der ideale Prigozhin-Doppelgänger. Dankeschön. Sehr nett. Und ich meine, von Gerald Gross wissen wir ohnehin, dass er sozusagen mit Putin fraternisiert. Nicht nur fraternisiert, sondern eigentlich kaum zu unterscheiden ist. So, in diesem Sinn so, haben wir, glaube ich, ganz humorvoll begonnen heute die Sendung. Oder? Aber jetzt ist ja wenigstens klar, dass nicht ich der bin, der alkoholisiert ist. Ich glaube, das ist damit eindeutig festgestellt. Ich hoffe, Sie schmunzeln ein bisschen zu Hause und freuen sich darüber, dass wir gern jeden Scherz der Tagespresse aufgreifen. Noch dazu, wenn er so großartig ist wie das also heute Putin gegen Prigozhin. Aber ganz egal, wir müssen heute mit Putin gegen Prigozhin beginnen, weil das ist das Thema der Woche.
klarerweise, ich bin ja Samstag ins Studio gekommen, extra, weil ich den Marsch auf Moskau erleben wollte, nur leider hat der, just wie ich ins Studio gekommen bin, umgedreht, oder Gott sei Dank, müsste man fast sagen, im Nachhinein, und hat sich heute jetzt aus Weißrussland gemeldet. Und deshalb die Frage, wie gefährlich ist diese Situation eigentlich, Sebastian, jetzt also Schmäh beiseite, sondern also Ernsthaftigkeit ist wie immer bei uns angesagt. Mhm. Wie gefährlich ist diese Situation, Punkt 1, und was droht uns da jetzt alles? Also wenn man den Experten glauben darf, die das Ganze aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, dann war es das noch nicht. Dann war das jetzt quasi ein erster Auftakt. Das ist jedenfalls aus meiner Sicht ein starkes Zeichen dafür, dass Putin massiv geschwächt ist, dass es massiv Unruhe innerhalb der Streitkräfte gibt, aber auch innerhalb der Bevölkerung. Wenn man sich vor Augen hält, dass dieser Milizführer, der von Putin groß gemacht wurde, von ihm gemästet wurde, der ist ja quasi ein Produkt von Putin, man sagt auch Putins Koch und so weiter, einfach hunderte Kilometer sich über alle möglichen Grenzen hinwegsetzen kann und seinen Marsch auf Moskau und dann, ich weiß nicht, mit wie vielen Milliarden sie den erschlagen haben, quasi dann einbricht und sagt, okay, ich mache jetzt doch was anderes, dann zeigt das doch die Fragilität des russischen Systems. Und ich glaube, die Lage war schon ernst. Wenn man weiß, dass tausende Soldaten begonnen haben, Moskau abzusichern und etliche Privatjets losgestartet sind, dann glaube ich, ist da manchen mehr als Achterl ins Hosel gegangen im Kreml. Und ich glaube, die Situation war um einiges instabiler, als wir gedacht haben. Das stützt aber auch die These der westlichen Einschätzungen, die von Gerald Gross und anderen Propagandisten seit Monaten vehement zurückgewiesen wird, dass Russland eigentlich ziemlich am Ende ist. Weil das, was Prigozhin interessanterweise gesagt hat, ist, dass die Verluste, die russischen, viel höher sind, als von offizieller Seite vermeldet werden, dass die Ukraine um einiges mehr an Landgewinnen zu vermelden hat, als das bekannt ist, und dass eigentlich der Zustand der russischen Armee erbärmlich ist. Und das war vorgeblich der Grund von Prigozhin, warum er gesagt hat, er muss jetzt eingreifen, weil er kann nicht zulassen, dass noch mehr Russen in einem sinnlosen Krieg sterben. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ja, die Frage, wenn er jetzt in Weißrussland sitzt, wohin wird dieser unberechenbare Typ ziehen? Eher nach Kiew, um also den Ukraine-Krieg neu zu entfachen, oder eher nach Moskau, um letztendlich doch mit Putin abzurechnen? Ich glaube, dass es momentan wir in einer Art Interregnum sind. Also Putin scheint ganz massiv geschwächt zu sein. Und jetzt ist die Frage, hat dieser erste Anschuss gereicht, um die Kräfte, die es in Russland gibt, gegen Putin zu mobilisieren? Ihr habt ja auch schon mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht, also andere hohe Militärs, die den Posten von Putin einnehmen könnten. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade so eine Zwischenzeit erleben. Für den Moment, glaube ich, scheint diese innere Rebellion befriedet zu sein. Eine echte Offensive nach Kiew von Weißrussland aus halte ich für nicht sehr zielführend, weil das haben sie ja schon mal probiert. Die haben ja schon mal versucht, quasi diesen Enthauptungsschlag, und sind kläglich gescheitert. Die letzte Kolonne ist dort zerbombt worden. Genau. Und es haben die USA zuletzt auch noch mal klargestellt, sollten schwere Waffen, und da glaube ich wurde explizit Atomwaffeneinsatz genannt, auf Ukraine erfolgen, dann würden sie den Bündnisfall auslösen. Also die NATO würde sich angegriffen fühlen, sollte Putin tatsächlich zu der Waffe greifen. Sebastian, lieber Gerald, ja, also du, der da am Sessel sitzt, der eigentlich für Wladimir Putin vorgesehen war, hat er eigentlich auf dein E-Mail je reagiert, dass du ihm geschrieben hast, damals als Fast-Präsident unseres Landes? Was ist die konkrete Frage? Gut, also mit. Diese Frage wird mit Nein beantwortet. Scheint aber peinlich zu sein. Die konkrete Frage, lieber Gerald, ist: Ist der Putin vor der Ablöse? Wackelt er? Ist er vielleicht sogar schon halb auf der Flucht? Wird jetzt die Offensive gegen die Ukraine verstärkt werden? Oder muss der Putin schauen, dass er da überhaupt noch mit heiler Haut aus dieser Nummer herauskommt? Also ich lese seit Samstag folgende Überschriften. Erste Überschrift: Die nächsten 48 Stunden werden entscheidend sein über die Zukunft Putins und Russland, denn Russland kann in Wahrheit untergehen und Prigozhin wird das Atomwaffenarsenal kontrollieren. Putin ist längst aus Moskau abgereist, die Regierungsmaschine ist gestartet, das ist quasi die Air Force One der Russen. Das habe ich gelesen, habe ich alles gelesen an dem Wochenende. Und er lässt sich von 5000 Tschetschenen bewachen und führt in Wahrheit den letzten Kampf, bevor er dann gemeuchelt wird von den Seinen. Die Privatjets sind alle ausgeflogen von den Oligarchen. Kein Ticket aus Moskau, kein Flugticket ist mehr irgendwohin zu erreichen. Prigozhin steht mit exakt 7000 Soldaten,
gegenüber einer russischen Armee von Millionen von Soldaten, wenige Kilometer vor Moskau. Moskau ist abgeriegelt und binnen von ein paar Stunden wird das alles erledigt. Das hast du alles gelesen. Bevor wir noch zum Abendessen an diesem Samstag geschritten sind, was ich da alles gelesen habe von den Experten, die ja auch ihre Expertise stützen, Herr Dr. Bornmänner, das sind nämlich die gleichen Quacksalber, höre ich dann am Abend, also noch in den Kommentaren, Prigozhin ist der neue Wallenstein, schreibt die kleine Zeitung aus der Chefredaktion. Prigozhin ist der neue Stauffenberg, schreibt ein deutsches Wochenmagazin in der Online-Ausgabe. Und verklären den Herrn Prigozhin einen, den sie vor einer Woche noch als ärgsten Kriegsverbrecher der Neuzeit, der letzten Jahrzehnte, sagen wir, der letzten Jahrzehnte gesehen haben, verklären ihn zum Messias, weil er den Herrn Putin stürzt. Also der eine Kriegsverbrecher den anderen Kriegsverbrecher bekämpft und der moralisch erhobene Westen sagt, na der Prigozhin, das ist wenigstens ein ordentlicher Verbrecher, der reagiert auf Geld, der ist uns sympathisch, haben die Brüsseler gesagt und die Amerikaner, weil die sind die gleichen Ganoven, und gesagt, der ist uns lieber. Na logisch, weil der Geld regiert die Welt. So, und was ich sage, wäre gewesen für die Journalisten, für die Experten, für den Herrn Dr. Bornmänner, für die NATO, für die Europäische Union, für dich weniger Wallenstein lesen, weniger die Biografie von Stauffenberg, sondern einfach Shakespeare. Viel Lärm um nichts. Putin ist genauso stark oder genauso schwach am heutigen Tag, wie es vor 48 Stunden war. Das gesamte Establishment in Russland hat sich einmal mehr hinter ihm geschart. Der Krieg in der Ukraine findet leider eine Fortsetzung. Es ist uns kein Millimeter geholfen. Die Ukraine hat keinen nennenswerten Landgewinn. Und wissen Sie, was das besonders Üble an der ganzen Geschichte ist? Und das tut mir persönlich weh, weil es exakt ist, was ich vor 16, 17 Monaten prophezeit habe. Es ist ein Stellungskampf, wo ein toter Soldat gegenüber dem anderen toten Soldaten abgetauscht wird. Und es ist daher eine rein mathematische Frage, dass der Ukraine zuerst die Soldaten ausgehen werden und erst dann den Russen. Das ist relativ einfach. Und daher bringt uns diese gesamte Situation nichts. Es bringt uns auch, es hätte uns auch die Irritation in Russland nichts gebracht. Weil wenn Russland komplett politisch instabil wäre und dort die Hardliner, die den Atomwaffeneinsatz fordern, das Ruder übernehmen und dann tatsächlich die NATO mit dem Bündnisfall regiert, dann muss man den Menschen sagen, dass das den Dritten Weltkrieg bedeuten würde. Der Bündnisfall für die NATO ist der Dritte Weltkrieg. Ist das direkte Gegenüberstehen von NATO-Soldaten gegenüber Moskau. Zwei Atommächte, die sich gegenüberstehen. Ja, das Beste, was uns passieren kann, ist, ich muss mich mit ihnen am Dienstag nicht mehr in die Sendung setzen. Warum? Weil ich irgendwo Staub und Asche bin und von einem Atomblitz getroffen worden ist. Das macht es jetzt auch nicht besser. Ich habe vor, dass wir aus dem Bunker dann, oder? Ja. Meine Damen und Herren, also genau. Das Programm bleibt Ihnen erhalten, so oder so. Aber die Frage, Gerald, ist ja, ist Putin am Ende? Ja? Wird er jetzt wirklich in den nächsten Tagen, Wochen, spätestens ein paar Monaten stürzen? Wird sich sozusagen eine neue, vielleicht Bürgerbewegung, Khodorkovsky oder wer immer, durchsetzen in Russland und steht die Ablöse von Putin bevor? Das ist ja die Frage, die man sich seit Samstag stellt. Ich weiß schon, das ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Und natürlich, jeder mit Blick auf die Ukraine-Kiste glaubt, wenn es Putin nicht mehr gäbe, dann gibt es den Ukraine-Krieg nicht mehr. Diese Überlegung ist nur leider grundlegend falsch. Wenn es Putin nicht mehr gibt und dann stelle von Putin ein Herr Prigozhin das Sagen hat, dann ist der Krieg in der Ukraine in zwei Minuten beendet durch Atomwaffeneinsatz und der Beginn des Dritten Weltkrieges steht vor der Türe. Also das kann ja nicht in unserem europäischen Interesse sein, dass wir in Russland überhaupt keinen Ansprechpartner mehr haben. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Bei aller Abneigung, die manche verspüren, gegenüber den Herrn Putin, gegenüber den Herrn Russen, wir vergessen immer, bei Russland handelt es sich um die größte Atomstreitmacht der Welt. Keine andere Nation hat so viele Atomsprengköpfe. Und wir haben folgende Situation. Wir haben auf amerikanischer Seite einen US-Präsidenten, der God Save the Queen mittlerweile seine Reden beendet, wieder Menschen verwechselt, entweder stürzt, also ein geriatrischer Fall ist, der ja offenkundig nicht mehr weiß, was er tut. Der hat einen Atomkoffer neben sich,
wenn das zittrige Fingerlein vom Herrn Joe Biden hinaufdrückt, dann ist der Weltkrieg. Ja. Und dann haben wir im Kreml möglicherweise unberechenbare Leute. Wenn die hinaufdrücken, dann ist auch unser Leben beendet. Also es kann daher in der Situation, würde ich, wenn ich auf Russland blicke, würde ich, es bringt uns nichts weiter, wenn es in Russland eine politische Instabilität gibt. Ich sehe sie übrigens. Das ist eine sehr spannende These vom Gerald, der sagt, sind wir froh, dass dort der Putin sitzt. Ja, sehr froh. Weil wenn dort der andere Massenmörder sitzt, drückt er auf den Atomknopf. Oder wer weiß, wer dort sonst noch sitzen könnte. Die Situation wird gefährlicher, wenn der Putin nicht dort sitzt. These Gerald Gross. Ja, die halte ich für einen absoluten Humbug und auch für einen gefährlichen Schwachsinn. Aber kein Wunder, dass ein Putin-Propagandist, der auf Russia Today schon seine Propaganda verbreitet hat. Na, hat er, er ist dort aufgetreten. Entschuldige, wer bei Russia Today auftritt und wer Putin-Propaganda betreibt, ist für mich ein Propagandist. Und das hat sich Gerald Gross und andere in diesem Land, du hast vorher auch ein paar Personen genannt, als solche schon aus meiner Sicht entlarvt. Aber der Punkt ist der, wenn Putin weiterhin an der Macht bleibt, dann bedeutet das, dass dieses imperiale Streben, das dieser Ex-KGB-Agent offensichtlich irgendwie in die Realität umsetzen will, auch fortgeführt wird. Prigozhin hat, und das ist so richtig analysiert, nur die Kohle im Sinn. Das heißt, den könnte man einfach kaufen. Und jeder, der einen Blick auf die ökonomische Entwicklung Russlands in den letzten 18 Monaten genommen hat und der sieht, dass das Ganze nur noch ein potemkinsches Dorf ist und dass in Wirklichkeit die Wirtschaft kracht wie ein Kaisersemmel und die am Ende sind und sogar die eigenen Leute beginnen zu meutern. Also allen Ernstes, Prigozhin ist besser, weil er korrupt ist. Ich glaube nicht, dass der Prigozhin, schau dir den Jelzin an, der war mir auch lieber als andere. Ja? Also ich glaube, jeder Alkoholiker, Alkoholiker und korrupt, also jeder Alkoholiker und jeder Korrupt ist mir lieber als ein Wahnsinniger, der glaubt, gestützt auf ein wirklich total letztlich faschistisches ideologisches Fundament von einem Großrussland, das irgendwelche alten, verlorenen Gebiete, ob Krim, ob Georgien, und so weiter zurückerobern will. Natürlich ist mir da der korrupte Alkoholiker lieber als der ideologische Mörder. Aber auch ernste Themen und vor allem Aufreger kamen zur Sprache, allen voran im Oktober. Es wurde daraus sogar das Wort des Jahres, das Wort nämlich Burgergate. Die Rede ist von Bundeskanzler Karl Nehammer, der in Salzburg bei Hallein in einem Restaurant, in einer Vinothek aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und das hat dann innenpolitisch Wellen geschlagen. Ja, bis heute, es wurde sogar das Wort des Jahres daraus, Burgergate. Auch dazu gab es hitzige Diskussionen. Also wenn Sie ein guter Mensch sind, dann halten Sie bitte zu Sebastian Born-Mehner. Und wenn Sie ein schlechter sind, ein bissiger, ein Zornbürger, ein Wutbürger, dann bitte alles für Gerald Gross. So, heute schon Mittag gegessen, Gerald? Nein. Warmes Mittagessen gehabt? Nein. Na, dann wäre es Zeit für einen Mäcki, würde ich sagen, oder? Mhm. Wäre es Zeit für einen Besuch und für einen Nehammer-Burger, ja? Angeblich kostet er 1,60 und nicht mehr 1,40. Es geht also ein bisschen ins Geld. Die Pommes brauchst du auch dazu, macht 3,70, wie wir mittlerweile wissen. Ja, aber beim Nachhausfahren könntest du schon des Nehammers gedenken. Wie hast du denn eigentlich auf das Burgergate unseres lieben Kanzlers, vor allem des von dir so sehr geliebten Kanzlers, reagiert? Naja, im ersten Moment, ich habe das im Interview aus München über Skype zugeschaltet zu dir ins Studio gesagt, konnte ich es nicht glauben, dass das tatsächlich stattgefunden hat, sondern ich habe an die gute alte KI gedacht, wo halt ein politischer Mitbewerber geglaubt hat, dem Herrn Nehammer ans Zeug zu flicken, weil allein das Setting hinter einem großen Berg voll herrlichen Santanelli-Prosciutto mit ein paar Gläsern Rot- und Weißwein im Verband des Wirtschaftsbundes und der Unternehmer allein dort zu philosophieren, wie es unseren Müttern in dem Land geht und vor allem, wie es den Kindern im Land geht. Und im Wissen als Kanzler, der die Statistik Austria kennt, dass wir 36.000 Kinder haben, die tatsächlich in Armut verweilen, nicht armutsgefährdet sind, sondern in Armut verweilen, daraufhin die flapsige Antwort zu geben, nur wenn sie nichts zum Fressen haben, sollen sie zu McDonald's gehen, so frei nach dem falschen Zitat Marie Antoinette, wenn sie kein Brot zum Fressen haben, dann sollen sie Kuchen essen. Das hat für mich eines gezeigt, dass dieser Herr keine soziale Intelligenz hat, dass dieser Herr keine Empathie hat und dass dieser Herr in Worten und Taten keinerlei Mitgefühl hat mit Menschen, denen es schlechter geht. Ich persönlich bin in der privilegierten Situation, man möge meine gesamte Figur einblenden. Ja. Ich habe 92 Kilo derzeit, Höchstgewicht, 1,72.
stark steigen? Ich bin gut genährt, ich trinke gerne, ich esse gerne, ich kann mir Gottlob, und ich bin dem Herrgott sehr dankbar dafür, kann mir Gott sei Dank ein gutes Leben leisten. Ja, aber ich würde niemals, ich würde niemals auf die Idee kommen. Und da bin ich meinen Eltern dankbar, die mir das Gott sei Dank gut anerzogen haben und auch meinem Lehrmeister Herbert Haupt, der Sozialminister, der mir als 20-Jährigen immer die Demut, der mir immer Demut beigebracht hat und Bodenhaftung. Ja. Ich würde niemals auf die Idee kommen, Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir, dabei zu verhöhnen. Denn das tut man nicht. Und jetzt kommen wir zum Zweiten. Es war eine Verhöhnung. Ich meine, es gibt ja viele ÖVP-Mitglieder, die sagen, recht hat er, er hat die Wahrheit gesprochen. Schau. Wir haben in Österreich eine Situation, dass wir Gottlob durch die Kraft von vielen Unternehmern und vielen Arbeitgebern, die mehr als 50% im Monat Steuern zahlen und Sozialversicherungsabgabe zahlen, einen relativ noch finanzierbaren Staatshaushalt haben. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir in einem Land leben, wo die Armutsraten sicherlich geringer sind als in anderen europäischen Staaten. Aber das bedeutet nicht, dass man sein Augenmerk nur auf die Mehrheit legt, der es vielleicht noch gut geht, wobei auch das bezweifle ich, weil der Mittelstand gerade massiv getroffen wird durch die Inflation, sondern dass man als politisch Verantwortlicher vor allem immer dorthin schauen muss, wo es weh tut. Und es tut in dem Land weh, wenn sich Frauen kein Essen für ihre Kinder leisten können, wenn das Essen als Synonym steht für Kleidung, für Schultaschen, für Schulmaterialien, wenn eine Mutter ihr Kind nicht auf den Schulskikurs schicken kann, weil sich das Kind das Abo-Ski nicht leisten kann, die zwei Brettel nicht leisten kann, wenn wir in einem Land leben, wo Kinder jeden Tag in einem sozialen Gefälle aufwachsen, weil einer hat eine deutsche und Gabbana Jogginghosen an und der andere hat dreimal geflickte. Und jetzt sage ich eines bei der Gelegenheit. Abgesehen davon, dass der Nehammer uns gezeigt hat, dass er keinerlei Empathie hat und keine soziale Intelligenz und tatsächlich ein Parvenu ist mit 20.000 Euro oder 23.000 Euro, den sie das Amt gespielt hat. Selbst wenn ich die McDonalds-Rechnung jetzt rechnen will, okay, dann rechne ich, selbst wenn ich drei warme Mahlzeiten dem Kind bei McDonalds finanziere, wobei ich frage, will er die Kinder vergiften, dann kommen wir bei drei Big Mac-Menüs um 4 Euro irgendwas auf 1.500 Kalorien am Tag. Ein Kind braucht, um erwachsen zu werden, um wachsen zu können, im Wachstum zu sein, Zähne zu entwickeln, Haare zu entwickeln, ja, größer zu werden, Gehirn zu entwickeln, 2.400 Kalorien. Also selbst diese Rechnung des Herrn Nehammer, die so überheblich war, stimmt nicht einmal im Inhalt. Also er braucht doppelte Pommes frites. Mich erinnert das alles an die Diskussion, ist ja schon einmal passiert in der ÖVP, an die Fuhrmann oder Frumann oder wie die Wahnsinnige Kasse, die mit ihrer Wurstsemmel da hergekommen ist. Die war ja auch nicht viel besser. Und dann hast du ÖVP-Abgeordnete, die sagen, wenn eine Mutter dem Kind nicht McDonalds finanziert, dann soll die Jugendfürsorge her. Aber ich meine, entschuldige, haben sie denen ins Hirn... Nein, ernsthaft, jetzt frage ich mich, haben sie der ÖVP ins Hirn geschissen? Nein, ernsthaft, sind sie mittlerweile so überheblich geworden, so abgehoben geworden, so arrogant geworden... Die einst Christensozialen, dass sie nicht mehr kapieren, was sie mit dem Land anrichten. Wir haben Millionen von Leuten in dem Land, die jeden Tag unter 20% Mieterhöhungen leiden, unter 100% Lebensmittelerhöhungen leiden, unter 50% Treibstoff leiden. Es geht ja nicht nur um die sogenannten Armen, die einfach nicht mehr können, weil sie krank sind, weil sie keinen Job haben. Mittlerweile brechen uns ja die weg, die verdienen, weil sie Leistung bringen und mit dem Geld, das sie verdienen, nicht durchkommen. Und dann hast du einen Kanzler... Dann hast du einen Kanzler, der dort mit seinem billigen Hugo Boss-Sakko steht, vor seinem Prosciutto-Berg und sagt, dann sollen sie halt zum McDonalds gehen. Entschuldige, das war er, der niemals, niemals einem Wolfgang Schüssel passiert. Da bin ich mir bei dem sogar sicher, obwohl ich den oft kritisiert habe, dass der nicht so gedacht hat. So, Sebastian, du bist dran. Gibt es deiner Meinung nach in Österreich tatsächlich Kinder, die kein warmes Essen haben zum Mittag? Oder gilt das, was die ÖVP-Funktionäre, nicht der Kanzler, sondern die Klaköre, in Hallein gesagt haben, zu sagen, sei Blödsinn, natürlich hat jedes Kind in dem Land ein warmes Essen. Also erst einmal, wir kennen die Fakten. Es gibt 350.000 bis 400.000 Kinder, die in Österreich armutsgefährdet oder unter Armut aufwachsen. 35.000 oder Gott. Sind in Armut, der Rest ist armutsgefährdet. Genau. Stimmt. Also das heißt, wir haben insgesamt bis zu 400.000 Kinder, die jetzt tatsächlich Mangel erleben. Was heißt Mangel erleben? Das heißt, dass sie nicht in dem Ausmaß gefördert und unterstützt werden, wie sie es brauchen würden, um sich ordentlich zu entfalten. Und das ist genau das Problem, das wir haben. Natürlich kannst du
Menschen mit einem Mangel irgendwie durchbringen. Natürlich kannst du ihnen Pommes einhauen und irgendwie am Leben erhalten. Aber es geht ja nicht darum, dass wir unsere Kinder als Mülleimer betrachten oder als irgendeine Restelverwertung, weil auch da habe ich dann in anderen Zeitungen Tipps gelesen, wie man nehme ein paar Fleischreste und bastle sich ein köstliches Essen und mich fragt so, wo kaufen sie ihre Fleischreste? Also an Abgehobenheit ist ja diese Elite, ja, und das muss man tatsächlich so bezeichnen, nicht mehr zu übertreffen. Und ich glaube, das, was hier sichtbar wurde, und ich bitte auch nochmal den Kontrast zu berücksichtigen, das war ja im Vorfeld der Salzburger Festspiele. Also das ist ja die Zusammenarbeit von Schön und Reich in Salzburg und ein paar Kilometer entfernt. Ich kenne Hallein sehr gut, weil ich den Bürgermeister gut kenne, weil wir mit unserer Stiftung gerade auch in Hallein geholfen haben. Deswegen weiß ich, dass es dort auch wirklich arme Leute noch gibt. Und dort sich hinzustellen in Hallein mit den paar Leuten, denen es dort richtig gut geht. Ich nehme an, das sind so Immobilienbesitzer und so weiter gewesen. Am Vorabend der Salzburger Festspiele sich hinzusetzen und zu sagen, stimmt ja alles nicht. Und wenn es arm sind, dann sollen sie halt irgendeinen Dreck fressen. Also das finde ich wirklich eine Frechheit und das zeigt aber den tief verankerten Klassenhass, und das ist ein guter Terminus, der auch hier wirklich gut zutrifft, der in der ÖVP, in Teilen der NEOS, aber jedenfalls in einem gewissen Bevölkerungssegment anzutreffen ist, von Menschen, die es im Leben gut haben, sehr oft nicht aus eigener Kraft, weil wir wissen, dass die Reichen in Österreich, die meisten, außer Dietrich Mateschitz, aber die meisten haben das ja ererbt, und auch der Karl Nehammer hat sich seine Position nicht erarbeitet, sondern hat sie quasi ererbt und ist darauf gerutscht, wie Gerhard Gross richtigerweise gesagt hat, und dass dann keine Demut mehr da ist und dass dann eine Verachtung zu spüren ist, und das ist das, was mich so ärgert an der ganzen Geschichte. Aber die Frage war ja, glaubst du, dass es in Österreich Kinder ohne warmes Mittagessen gibt? Gibt sowas? Oder ist es ein Fata Morgana und in Wahrheit leben wir doch in einem Land, wo zumindest jedes Kind ein warmes Essen hat? Die Frage ist, du kannst alles aufwärmen und warm machen. Du, ja, eben, ja, wissen, genau. Familien gibt, wo es kein warmes Essen gibt. Ich kenne Familien, in denen die Kinder immer an erster Stelle kommen und die Eltern lieber darauf verzichten, sich selber was Warmes zum Essen zu machen, bevor ihre Kinder Not leiden. Also die Kinder sind gerade auch bei Armutsbetroffenen. Deswegen ärgert mich das auch von dieser Tiroler Abgeordneten, ich glaube Furcella heißt sie, die gesagt hat, da muss man ja quasi das Jugendamt einschalten, sollte das wirklich der Fall sein. Weil hier werden die Opfer zu Tätern gemacht. Ich kenne keine Eltern, keine armutsbetroffenen Eltern, die nicht alles geben, um ihre Kinder irgendwie zu ernähren. Kennst du Kinder, die kein warmes Essen haben, frage ich jetzt zum fünften Mal. Ob ich persönlich Kinder kenne, ja, die kein warmes Essen haben? Nein, kenne ich. Ich kenne Familien, in denen die Eltern selber aufs warme Essen verzichten müssen, damit sie ihren Kindern etwas hingeben müssen. Und gerade in Zeiten von Energiearmut haben wir ja auch genug Haushalte gehabt, wo das Gas abgedreht wurde, weil Rechnungen nicht mehr bezahlt werden konnten. Also ja, das gibt es. Aber mir geht es um einen Punkt. Natürlich kann man jetzt eine semantische Wortglauberei betreiben und sagen, na, das Essen ist schon warm. Und deswegen kann man ja auch sagen, also deswegen glaubt der Lehrer auch im Recht zu sein. Kinder ohne Heizung. Genau, es gibt. Es gibt Kinder, die auch sozial exkludiert werden, die können nicht mitfahren auf einen Skikurs, die können nicht teilnehmen an Freizeitaktivitäten. Großer Zahl. Ja, genau. Und das ist ja eine Frechheit von der Gleiche, und sich dann dahin zu setzen mit so einer Präpotenz als jemand, der wirklich vom System hochgespült wurde, und die allermeisten in allen Parteien sind ja Leute, die ihr ganz Lebtag nichts anderes gemacht haben, als die Hand aufzuhalten und Teil eines Politapparats zu sein. Also, dann sich hinzusetzen, das ist wirklich eine Frechheit von der Gleiche. Aber ich muss Ihnen etwas zurückgeben, lieber Herr Gross, weil er kann ich Sie von der Verantwortung nicht entbehren. Sie haben, als Sie selber noch aktiver Politiker waren, ich erinnere mich an den Skandal und die Aufregung um Ihre Aussage, 150 Euro reichen, und zweitens... Das waren Sie, die Hartinger Klein hier. Und er hat Sie unterstützt. Sie und saß hier. Und ich habe die Presseaussendung gelesen von Gerhard Gross, der jetzt so... 150 Euro reichen. Sie hat dann lange Zeit mit mir nicht geredet, weil sie gesagt hat, ich hätte Sie aufs Glatteis geführt. Naja, aber ich glaube, auf dem Glatteis ist er selber unterwegs gewesen. Aber ich habe die Aussendung von Gerhard Gross danach gelesen, wo er quasi zu Hilfe geeilt ist und gemeint hat, Sie hat ja vollkommen recht. So, und ich denke mir, auch ihre negativen Äußerungen über die fehlenden Zähne und so weiter einer Bürgermeisterin in Österreich, das ist ja alles auch ein Teil von dieser Verachtung gegenüber Menschen. Und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, weil es geht mir um eines beim Nehammer. Man kann auf der einen Seite sich die Frage stellen, was hat diese Bundesregierung oder was hat die ÖVP in der Sozialpolitik geleistet? Aber das andere ist auch, wie geht sie mit der Würde der Menschen in diesem Land um? Und darum geht es mir. Achten wir die Würde der Leute. Nur schauen Sie, ich verachte keine armen Menschen. Und zwar tatsächlich nicht. Ich empfinde Mitgefühl. Okay? Die einzigen, die ich verachte, sind die Dummen. Und zwar wirklich. Das ist vielleicht ein schlechter Charakterzug von mir, aber er ist so.
Ich kann nichts dafür. Aber ich die 150 die Euro. Die Dummen verachte ich wirklich. Und zwar nicht die Dummen, die durch eine gewisse Einschränkung bei Geburt oder durch genetische oder etc. beeinträchtigt sind. Nein, die verachte ich nicht. Ich verachte die, die bei vollem Hirn, bei allem, was der liebe Gott einem gibt, der Mensch dennoch deppert durch das Leben gehen. Die verachte ich. Also, Herr Dr. Bornmänner, Sie dürfen sich nicht wundern, dass ich Sie nicht besonders mag. Okay? Aber jetzt habe ich Ihnen zurückgegeben. So, und jetzt der erste Punkt. Oder der zweite Punkt. Es hat von mir niemals eine Aussendung zu Beate Hartinger Klein gegeben, weil ich als Nicht-Abgeordneter, als Nicht-Politiker, als Kolumnist von OE24 keine Aussendungen mache. Ich bin in dem Studio gesessen. Ich bin in dem Studio gesessen. Vor 20 Jahren waren Sie noch kein Vor 20 Jahren war die Beate Hartinger eine Sozialminister, Sie narrischen Zimmer. Also, ich lese Ihnen jetzt die OTS von Ihnen vor. Bitte, machen Sie es. Ja, bitte, suchen Sie es. Ja. OTS, Gerald Groß, ja. Beate Hartinger Klein. Wir sind hier im Studio gesessen, weil wir Sie kommentiert haben. Es ist genau 3,5 Jahre her. Und ich habe gesagt, wenn die Beate Hartinger Klein... Na, 3,5 Jahre kannst du nicht. 4 Jahre, doch. Es war in der 5 Monate vor Ibiza, wo er das war, Sozialministerin. Ja, hat recht. Ja, Entschuldigung, ihr habt ja alle kein Zeitgefühl mehr. Ihr redet von den Lebensumständen der Leute und glaubt, wir reden von vor 20 Jahren. Groß sorgt für Riesenwirbel, Doppelbund, 150 Euro reichen völlig. Der Ex-BZÖ-Abgeordnete mischt die Debatte um die Mindestsicherung neu auf. Und jetzt ist das ein OTS? Öl ins ist das ein OTS? Das ist Ö24, das ist besser als OTS. Ja. Das habe ich bei Ö24. Das habe ich geschrieben. Ich sage Ihnen ja, das habe ich ja hier im Studio gesagt. Ja. Ich habe gesagt, wenn es Asylbewerber betrifft, dann stellen wir die um von der, von der Geldleistung auf die Sachleistung und Geldleistung reicht bei 150 Euro. Herr Dr. Bornmänner, ich weiß, was ich sage. Ich bin beim Vollbesitz meiner Geistung. Österreich war lange genug das Paradies für Sozialschmarotzer. Genau so ist es. Genau so ist es. Schauen Sie an die Grenze, dann wissen Sie, was passiert ist. Die Sachleistung ist dann ein Hamburger oder was wäre das? Nein, die Sachleistung ist, dass Menschen, die auch zu uns kommen, im Falle dessen, aus meiner Sicht keine Geldleistung mehr bekommen, sondern Sachleistung, damit wir, also endlich, dass wir endlich den Bullen. Entschuldigen, hallo, wir können in Österreich in den Großküchen 3 Mahlzeiten am Tag um 12 Euro kochen, im Übrigen, wenn Sie das genau wissen wollen. Eben. Bei uns wird in Österreich in Großküchen, nur damit wir mal ein bisschen Verständnis haben, wie in Österreich gekocht wird, in unseren österreichischen öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Pflegeheimen etc., die Großküchen haben, kannst du in Österreich, was sich als sogenanntes Facility Management nennt, als Beitrag, wie du kochst in Österreich, auch im Übrigen Asyleinrichtungen, kochst du am Tag Frühstück, Mittagessen und Abendessen pro Person um ca. 11 Euro. Jetzt nicht in der Größe, weil die Größe ist, du kaufst ja ganz anders ein. So, und deswegen kannst du das mit dem gewährleisten, im Übrigen, was zum Beispiel öffentliche Einrichtungen wie Asylzentren betrifft. Aber über das reden wir nicht. Sondern ich komme jetzt zurück, über was wir reden. Und da will ich Ihnen helfen. Sie haben ja jetzt gerade zum Stottern angefangen, Sie kennen kein Kind, das nichts zum Essen hat, wie Sie jetzt dreimal von Wolfgang Fellner befragt worden sind. Ich kenne Sie. Ich kriege die Mails von Leuten seit 4 Tagen, wo mir Mütter erklären, und zwar, dass sie nicht nur das Essen für das Kind nicht bewerkstelligen können, unter Androhung dann nicht in einer schwarzen Abgeordneten, dann kommt die Jugend wohl fort, sondern dass sie die Schuhe nicht zahlen können, die T-Shirts nicht zahlen können. Nein, das ist ja unbestimmt. Das Bettzeug nicht zahlen können, das Duschgel nicht zahlen können, die Medikamente nicht zahlen können, Schulgeld nicht haben, daher öffentliche Einrichtung, das Schlafgewand nicht kaufen können und dass das arme Kind in Wahrheit nur, weil die Großmutter pro Monat von ihrer Mindestpension dem Buben 50 oder 70 Euro im Monat dazu gibt, überhaupt das Auslangen findet. Die Fälle kennen Sie, Herr Dr. Bornmänner, nur weil Sie sie nicht kennen. Ja? Wir haben 36.000 Menschen. Zu Ihnen. Was heißt diese Leute? Ihr kennt das beide. Das sind meine Mitbürger. Armutsbetroffenen Menschen, Herr Groß. Sie sind nur in Statistiken unterwegs. Nein, es geht in dem Land, es geht darum, nein, es ist immer so, über diese Leute, die Leute da draußen, beschäftigen Sie sich einmal nicht nur in Ihren Überschriften, beschäftigen Sie sich wirklich mit den Schicksalen, die in dem Land den Menschen haben. Im Gegensatz zu Ihnen. Dann müssen Sie sich ja fragen. Ich antworte. Dann müssen Sie sich ja fragen, dass ausgerechnet nach 4,5 Jahren grüner Regierung 36.000 Kinder in dem Land nichts zum Fressen haben. Dann fragen Sie es einmal Ihren versoffenen Vizekanzler. Was? Auch international war das ein Jahr mit vielen, vielen Aufregern. Der Krieg in der Ukraine ging ins zweite Jahr, dazu gab es viele Diskussionen. Und dann der schreckliche Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober. Und das war natürlich das Top-Thema dann auch bei Fellner Live. Ist das, was die Israelis machen, berechtigt? Ist das erlaubt? Muss das von uns unterstützt werden, weil wir hier doch zum David, wie du gesagt hast, zu den Schwächeren, zu den Überfallenen, helfen müssen? Oder ist das mittlerweile eine Überreaktion? Ist das vielleicht sogar schon ein beginnender Völkermord, wie manche Demonstranten derzeit sagen? Wir haben viele Pro-Palästina-Demos, mittlerweile deutlich mehr
als Pro-Israel-Demos. Das ist weltweit so. Das heißt, die Pro-Palästina-Demos überwiegen. In Amerika gibt es mittlerweile ein sehr starkes Engagement der Zivilbevölkerung gegen diese Demos. Dort sagt man, das, was die Hamas gemacht hat, war eigentlich SS. Ja? Nämlich eine Schläger- und Mörderbande hat wieder einmal jüdische Bürger überfallen und ermordet, indem man so wie früher in deren Wohnungen hineingegangen ist und halt nicht so wie früher mit dem Schlagstock geprügelt, sondern gleich mit der MG geschossen hat. Ist vielleicht ein heftiger Vergleich, aber nicht ganz daneben, würde ich sagen, sondern kann man durchaus diskutieren. Und deshalb sagt man in Amerika, wer für Palästina demonstriert, demonstriert für die SS. Auch ein sehr heftiger Vergleich, aber auch diskussionswürdig. Darf man, lieber Gerald Gross, für Palästina, damit auch für die Hamas demonstrieren oder darf man das nicht? Gehören diese Demonstrationen verboten? Der Karner ist ja da ein bisschen in einem Zwiespalt, nicht? Was muss er eigentlich erlauben, meinungsfreiheitsmäßig? Was muss er verbieten, weil hier also definitiv Dinge vorgetragen werden, die faschistoid sind? Der Karner seit 23 Jahren überblickt die Situation intellektuell nicht. Ich kenne ihn ja nur als Mitarbeiter vom Strasser. Ja. Das ist aber ein eigenes Problem. Er hätte im Engelbert-Dollfuss-Museum bleiben sollen. Wirklich? Nein, wirklich. Das kann er, da kann er ein bisschen anstauben. Die Orden vom Dollfuss ist in Ordnung. Also aber, bis jetzt okay, hat er sich in der Situation Nein. Ich lasse den Karner außer. Vor allem lasse ich nicht den Nehammer und den Karner alle und die Edstadler und alle mit ihren Krokodilstrainern raus, die jetzt jeden Tag in die Kamera reinlachen und sagen, um Gottes Willen, wir haben so viele Antisemiten bei uns, wir haben so viele Antisemiten. Wir wussten das doch nie. Und seit 22 Jahren steht die ÖVP den Innenminister und hat alle Antisemiten einlassen. Und die Mikl Leitner ist im Antisemitenlager Dreiskirchen gestanden mit dem Blumenstrauß und gesagt, kommt her, meine lieben antisemitischen Freunde. Und jetzt stehen sie da alle, der Herr Merz, dessen Frau Merkel das Unglück angerichtet hat, und jetzt stehen sie alle da und sagen, wir haben so viele Antisemiten. Natürlich Pro Israel, wir sind alle Israel, wir sind überall Israel-Flaggen, hängen die auf, die größten Feinde der Israeli ins Land geholt haben. Die Heuchelei hält ja nicht mehr aus. Und die vom Herrn Nehammer und die vom Herrn Kahner, vom Herrn Merz und vom Herrn Scholz, von der linken und sogenannten scheinbürgerlichen Bagage hält ja nicht mehr aus. Die Frage war wir ja haben Folgendes. Nein, die Frage war ja nicht, ob du den Nehammer aushältst, das wissen wir eh, dass wenn einer auf die Straßen geht und sagt, ich demonstriere für Friede auf der Welt, sage ich, super, gratuliere, hat's verstanden. Wenn einer auf die Straßen geht und sagt, ich demonstriere für die Opfer des Angriffs der Hamas und ich demonstriere für die Kriegsopfer des Vergeltungskrieges im Gazastreifen, sage ich, ja, super. Wenn einer mit Palästinenserflaggen auf die Straßen geht, sagt, es gibt kein Israel, es darf nur das eine Palästina geben vom River to the Sea, nämlich vom Fluss Jordan bis zur See, so, bis zum Meer. Es darf kein Israel mehr geben. Wenn einer skandiert, die Juden gehören umgebracht. Wenn Plakate aufgestellt werden, ich weiß ja nicht, ob du das siehst, in Deutschland beispielsweise, wo der Davidstern in einen Müllkübel geworfen wird, make the world clean, säubere die Welt vom Davidstern vor den Juden. Ja, dann entschuldige ich mich, da frage ich mich, sind wir jetzt zwischen 33 und 45 wieder? Was? Dann werden Geschäfte eingeschmissen, beschmissen, dann werden mitten vom Brandenburger Tor schreien sie alle Alu Akbar und der Rechtsstaat schaut weg. Dann frage ich mich, ich habe einmal ein Buch geschrieben. Ich habe einmal ein Buch geschrieben, der Islam gehört nicht zu Europa. Mittlerweile stellt sich die Frage nicht mehr, Europa ist ein Teil des Islams geworden mittlerweile, kommt mir vor wie auf den Straßen von Kabul. Naja, Entschuldigung. Na gut. So, die Frage wenn war, man Israel fragen, die Frage verbrennt war eine andere. Die Frage war, gehören diese Pro-Palästina-Demonstrationen verboten? Nein. Oder sollen sie erlaubt Nein. sein? Wir sollten sie stattfinden lassen. Wir sollten bei diesen Demonstrationen die Personendaten alle aufnehmen und anhand dieser Personendaten der Teilnahme bereits die ersten Abschiebungen einleiten. Und alle, die teilgenommen das heißt, haben, alle, die teilgenommen den Aufenthaltstitel, haben, abgeschoben alle die teilgenommen haben, haben in Wahrheit europäische Werte nicht verstanden. Es ist so, sie haben die Aufklärung nicht verstanden, sie haben das säkulare Staatensystem nicht verstanden, sie haben die Demokratie, die Frauenrechte, die homosexuellen Rechte, sie haben in Wahrheit gar nichts verstanden. Also, sie hängen sich an den Hals von Islamisten. Sage ich, dann nehmen wir von ihnen die Personaldaten auf, bestellen bei der ÖPP viele große Züge und Busse und Vorradeln und die El Aladin und einen fliegenden Teppich und sagen, bravo, ab damit. Ja. Wir kommen jetzt alle drauf, dass wir Integrationsprobleme haben. Das lösen wir.
Das ist natürlich wieder mal Gerald Groß, wie er leibt und lebt. Na, das lösen wir. Der sagt, jeder, der an der Demo teilnimmt, wird abgeschoben. Ich sage das jetzt zum dritten Mal in der Sendung. 2007 hat der venezianische Bürgermeister gesagt, jeder, der am Markusplatz Allahu Akbar schreit, wird erschossen. Ja. So, also, ich weiß nicht, wenn da jemand sitzt und sagt, die gehören einen Zug verfrachtet in Österreich. Bitte, ja. Busfahrer. Ja, das ist auch gewisse historische Parallelen. Also gut, aber bleiben wir am Boden. Ich bin nicht auf dem Zug fixiert. Ja, okay, wunderbar. Wenn man einen Frachtflieger vom Bundesheer kriegt, die funktionieren. Okay, die funktionieren. Also, jetzt bleiben wir beim Thema. Wenn sie nicht funktionieren, bleiben wir beim Thema. Ja, nicht bei ihren guten Fantasien. Ja. Also, erstmal muss man festhalten, dass die ÖVP kläglich daran scheitert, die jüdische Mitbevölkerung zu schützen. Also wenn die es nicht einmal schaffen, zwei Polizisten abzustellen, um den Tempel in Wien zu schützen und dort irgendwelche Leute in keine Ahnung was für einer Verwirrung Fahnen runterreißen können oder in Salzburg schon zum dritten Mal runterreißen, in Linz zum zweiten Mal und die das nicht hinbekommen, ein Gebäude zu schützen in einer Zeit, wo wir eine totale Explosion antisemitischer Vorfälle in Österreich und in ganz Europa haben, dann ist es eine Bankrotterklärung für die Politik, aber man sieht da auch, wie ernst es die ÖVP bzw. das Innenministerium mit der Solidarität mit der jüdischen Community nimmt. Erstens. Zweitens, wir wissen, dass wir seit Jahrzehnten nicht nur importierten, sondern homemade Antisemitismus und Rechtsextremismus in Österreich haben. Ich bin froh, dass du das auch angesprochen hast, dass das, was die Hamas macht, in Wirklichkeit eine Form von Rechtsextremismus ist, weil letztlich ist das die Amerikaner so sehen. Ich sehe das genauso. Ja? Ich sehe das ganz genauso. Also mir war das immer schon zuwider und ich fand es total seltsam zu glauben, dass der radikale Islam irgendwas mit links zu tun hätte. Die sind genauso rechts wie die Neonazis. Die haben genau die gleiche Vorstellung, krude Vorstellung davon, dass es irgendwie eine überlegene Rasse gibt oder eine überlegene Kultur gibt und so weiter. Das ist immer das gleiche Gedankengut. Und ich glaube, das, was Sie Heuchelei angesprochen haben, Herr Groß, ja, ich finde, wir erleben momentan sehr viel Heuchelei auf unterschiedlichster Ebene. Ich finde aber auch die Heuchelei von denen, die Abgrenzungsschwierigkeiten mit dem Antisemitismus nachweislich in Österreich seit Jahrzehnten haben, wo es immer wieder dazu kommt, dass Leute die Hand zum Hitlergruß heben und das fotografisch festgehalten wird und diese Leute dann in Koalition gehen mit solchen Leuten und ihren Parteien, halte ich auch für extrem schwierig. Aber meine Frage, Sebastian, die ich auch dir noch stellen will, war ja ganz konkret, gehören diese Hamas-Demonstrationen, wie wir sie derzeit am Stephansplatz erleben, also diese Pro-Palästina-Demonstrationen, gehören die verboten? Muss man die verbieten? Darf man die verbieten? Oder muss man die der Meinungsfreiheit erlauben? Weil es müssen Leute die Möglichkeit haben zu sagen, ich bin für Palästina. Schau, ich glaube, es ist genauso schwierig und perfide, wie wir das bei den Corona-Demos gesehen haben. Da hast du eine überwiegende Mehrheit von Menschen, die, egal ob man deren Ansichten jetzt teilt oder nicht, aber am Boden des Rechtsstaates ihre, meiner Meinung nach, wirren Ansichten äußern. Und in dieser Gruppe von Verwirrten und Verirrten hast du Rechtsextreme, Antisemiten und Holocaustleugner gehabt, die mit dem Judenschein rumgerannt sind und Hitlerbilder hochgehalten haben. Und diese Leute gehören meiner Meinung nach beamtshandelt. Diese Leute gehören, wie sie richtigerweise sagen, festgestellt. Es braucht Personenfeststellungen und es braucht eine Anklage und es gehört weggesperrt. Wer nicht im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft ist. Das war jetzt aber auch von dir aus ein sehr starkes Statement, das ich noch einmal festhalten will. Du bist der Meinung, dass jeder, der an so einer Pro-Palästina-Demonstration teilnimmt, ein Verirrter oder ein Verwirrter ist, hast du jetzt gerade gesagt. Nein, ich habe das in Bezug auf die Corona-Demos gesagt. Du hast das gesagt. Ich habe gesagt, dass diese Corona-Demos so waren. Hamas-Demonstrationen gefallen. Aber ganz ehrlich, wer sich in einer Situation, und insofern stimmt das schon, wer sich in einer Situation, wo über 1400 Menschen auf die bestialischste Art und Weise ermordet wurden, da wurden Babys geköpft. Okay? Benennen wir die Dinge beim Namen. Also in so einer Situation die Notwendigkeit verspürt, auf die Straße zu gehen, wissend, dass dort Menschen sind, die Israel als Existenzrecht absprechen, wissend, dass er damit zum Resonanzkörper von Antisemitismus wird, muss meiner Meinung nach mit Strafen rechnen können. Will ich, dass diese Menschen, die ja zum Großteil österreichische Staatsbürger sind, abgeschoben werden, wäre mir nicht unrecht, ehrlich gesagt, aber das
wird halt unser Rechtsrahmen nicht hergeben. Aber die, die österreichische Staatsbürgerinnen und Bürger sind, gehören meiner Meinung nach festgestellt, angeklagt, weggesperrt. Und die, die nicht österreichische Staatsbürgerschaft haben. Jeder, der an Demonstrationen teilnimmt, gehört weggesperrt. Ich glaube, wenn Demonstrationen inzwischen ein Ausmaß angenommen haben, wo wirklich Antisemiten, und ich finde, da hat Österreich eine besondere Verantwortung geschichtlich. Natürlich, ja, natürlich. Ich glaube, es darf nicht mehr sein. Wir dürfen diese erste Stufe, und deswegen war ich auch so emotional bei den Corona-Demos, ich glaube, wir dürfen dem Rechtsextremismus, dem Neonazismus und dem Antisemitismus nicht Tür und Tor öffnen. Und ich glaube, es gibt einen Punkt, da reicht es nicht mehr, zuzuschauen und zuzulassen, weil da gehen ja auch die Leute vorbei, da schauen ja auch Kinder zu. Dass es möglich ist, am helllichten Tag in Wien, gerade in Wien, wo Menschen deportiert wurden, dort jetzt zu sagen, die Juden sind nicht lebenswert oder keine Ahnung was. Ich glaube, da muss der österreichische Rechtsstaat irgendwann einmal eine Antwort finden und die wird irgendwann nicht mehr reichen in der Identitätsfeststellung im Nachhinein, sondern in der Untersagung. Aber wissen Sie, Sie haben vollkommen recht. Und ich möchte das nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Alle, die da demonstrieren, Israel das Existenzrecht absprechen, quasi Terror mit Humanismus verwechseln, genau. Unterstützung des Terrors dazu missbrauchen, ihren versteckten Antisemitismus meistens auch unter der Israel-Kritik zum Ausdruck zu bringen, kehren entweder weggesperrt, wenn es Österreicher sind, oder abgeschoben. Bin ich genau der Ihrer Meinung. Wir beginnen bei der sozialistischen Jugend Vorarlberg, bei der sozialistischen Jugend Alsergrund, bei der kommunistischen Partei Graz, bei der kommunistischen Jugend Österreichs, bei der SPD, bei der SED, bei den Linken und bei den Grünen. Aber jetzt bin ich voll Ihrer Meinung. Entschuldigung, da muss ich jetzt unterbrechen. Ohne die jetzt verteidigen zu wollen. Aber die sprechen ja nicht Israel das Existenzrecht ab, sondern die sagen ja, wir demonstrieren, wir empören uns über das Wegschlachten von tausenden wehrlosen Einwohnern des Gazastreifens, die dort nicht einmal flüchten können. Ich muss doch eigentlich das Recht haben, als freier Bürger in dem Land zu sagen, ich bin dagegen, dass die Israelis diese Palästinenser in Gaza Stadt abschlachten. Wolfgang, ich weiß, warum du es sagst. Ich sag's nur, um es zu sagen. Ich sag dir auch, warum du es sagst. Du bist ein alter Unterstützer des Bruno Kreisky, was ja eine ehrenwerte Geschichte ist. Du hast sogar einen vielen Wahlkampf gemacht. Was auch eine ehrenwerte Geschichte ist, weil ich den Bruno Kreisky für einen großen Architekten des Grundbaus unserer Republik halte. Aber was wir derzeit erleben, ist das Scheitern des Bruno Kreiskys, dass ihr euch als Generation Kreisky euch nicht eingestehen wollt. Es ist in Wahrheit das Scheitern dieser Zwei-Staaten-Lösung, die er gegen Golda Meir sogar betrieben hat. Stichwort, sie hat nicht einmal ein Glas Wasser gekriegt. Ich darf dich nur daran erinnern. Es ist deine Generation. Ich habe mir die Geschichte die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr genau angeschaut. Und ich habe über die 75 Jahre geschaut. Die letzten 3000 Jahre. Ich habe aber etwas bei missverstanden. Aber nein. Und jetzt weiß ich, dass in der linken Reichshälfte der Trennungsschmerz über die verloren gegangene Zwei-Staaten-Lösung, die im Übrigen vom Sozialisten Guterres vertreten wird, vom Sozialisten Joseph Borrell vertreten wird, dass das besonders wehtut. Daher verstehe ich auch deinen Einsatz. Ist in Ordnung. Blödsinn. Nein, ich akzeptiere das. Also wenn du so einen Blödsinn immer nicht sagst, muss ich mich schon wehren können. Ich muss ja als Moderator immer unabhängig sein dürfen, ob man als SE Frau Arlberg sagen darf, es soll kein Wegschlachten geben. Ich darf das erklären, Wolfgang. Oder nicht? Nachdem du ja nominiert bist. Ja, aber nachdem du nominiert bist. Du bist ein bisschen verwirrt heute. Nein, du bist nominiert mit der Goldenen Kamera für besondere Objektivität in der Geschichte der Zweiten Republik. Das wissen wir alle. Deswegen möchte ich dir auch nicht zu nahe treten. Aber kommen wir nochmal zurück. Also. Schau, wenn die sozialistische Jugend Vorarlberg zu einer internationalistischen, sie hätten eine internationalsozialistischen dazu bringen können, Kundgebung pro Palästina aufruft und in Wahrheit die Opfer Israels nicht sieht, kein Posting dazu absetzt, kein Wort dafür findet, die Greta Thunberg zwei Wochen lang in ihrem Asperger-Wahn schläft, aber dann plötzlich sagt, Palästina ist so arm. Alle von Grönemeyer, Lindberg, die ganzen A- bis Z-Promis, die letzten drei Wochen alle ihr Maul halten, die sonst immer die Sonntagsantifaschisten geben, Konzerte vergrölen, die 2015 bei den Bahnhöfen gestanden sind, mit Teddybären die Antisemiten begrüßt haben, dann darf ich auf diese Heuchelei aufmerksam machen. Wenn die Kommunistische Partei Graz, Herr Dr. Bormena, ich weiß, das tut Ihnen besonders weh, im Gemeinderat der Stadt Graz, dagegen stimmt, dass die Flagge Israel... Aber jetzt hängt sie. Warum? Weil es die ÖVP überstimmt hat. Ja?
Und woher kommt es? Ausgewaschen ist sie heute, weil es geregnet hat, aber sei es drum. Die KPÖ sich dagegen wehrt, dann sage ich, jetzt ist genau Folgendes passiert. Es ist der alte sozialistische, Israel-Hass, der immer so versteckt unter Israel-Kritik war, weil man sich gern den Mullahs an den Hals geworfen hat, die sozialistische Internationale, der kommt jetzt als purer Antisemitismus raus. Und deswegen finde ich besonders skurril, und nur deswegen habe ich es gesagt, dass der Herr Born-Mehner, und ich habe kein Verständnis für Rechtsextreme, aber die Hamas mittlerweile ins rechtspopulistische Lager rückt. Herr Dr. Born-Mehner, der Unterschied zwischen internationalem Sozialismus und nationalem Sozialismus war noch nie so klein, wie man ihn jetzt bemerken kann. Also jede Menge spannende Themen, die bei Fellner Live, egal jetzt ob beim Kulturell Chab gegen Westenthaler oder auch bei Gross gegen Born-Mehner besprochen wurden. Wir machen bald weiter mit der nächsten Folge. Schalten Sie wieder ein hier bei OE24 TV beim großen Jahresrückblick von Fellner Live.